könnte ein historischer Tag werden für den VfL Osnabrück. Und dafür standen die Fans schon pünktlich an. Die Stimmung ist hier wirklich grandios. Ausverkaufte Bremer Brücke schon seit Wochen und selbst der Gästeblock, der ist in den Farben lila-weiß. Und damit herzlich willkommen zum Sportclub Live. Ja, dieser 27. Mai 2023 könnte der 7. Aufstieg für den VfL Osnabrück werden und dafür freuen sich natürlich alle und sie sind bereit. Also ich sage Ihnen, der VfL hat den Aufstieg direkt in der Hand, aber ein Blick auf die anderen Plätze ist auch extrem wichtig und ich verspreche Ihnen, wir halten Sie mit allen Spielständen auf dem Laufenden. Sogar mit einer Blitztabelle. Und sollte der VfL Osnabrück hier heute wirklich aufsteigen, verlängern wir unsere Sendezeit bis kurz nach 4. Also dann schicken wir die Stimmung hier von der Bremer Brücke zu Ihnen nach Hause ins Wohnzimmer. Doch vorher muss gespielt werden. Die Mannschaften laufen jetzt ein. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Die Rahmenbedingungen für einen großartigen Fußballnachmittag, die stehen. Viel Spaß mit den ersten 45 Minuten. Und Ihr Kommentator ist jetzt Patrick Haller. Vielen Dank, Sina, für diese Einführung in dieses so stimmungsvolle Spiel. Und ich kann Ihnen versprechen, mehr Anspannung gibt es nicht in der dritten Liga, was diesen Aufstiegskampf betrifft. 15.741.000 Zuschauer sind hier restlos ausverkauft. Der Tempel brennt, die Bremer Brücke, sie bebt. Und Sina hat es eben angesprochen, die Gäste haben auf ihre Karten verzichtet. Heute, wer will es ihnen verübeln, in etwa 2 Stunden geht es los in Dortmund. Borussia Dortmund kann deutscher Fußballmeister werden. Und die Fans wollen natürlich nah dabei sein, kann den Osnabrückern nur recht sein. Und wir wollen mal ganz kurz in diese stimmungsvolle Atmosphäre reinhören und die Stimmung ein bisschen genießen. Also diese Vorfreude ist riesig hier in Osnabrück. Das hat man schon gemerkt, wenn man vom Bahnhof zu Fuß zum Stadion geht, in diese kleine Arena. Überall alle Fans natürlich in lila-weiß, alle total optimistisch. Und wir freuen uns nachher und auch jetzt gleich an unserer Seite eine Osnabrücker Legende zu haben. Tommy Reichenberger wird uns dann unterstützen hier im Kommentar. Das ist das Schiedsrichtergespann um Dr. Robin Braun. Hat schon mal ein Spiel im Oberhaus in der ersten Liga gepfiffen mit seinen Assistenten Asmir Osmanagic und Manuel Bergmann. In der zweiten Liga war der Jurist auch schon unterwegs, 21 Mal und 7 Mal in der dritten in dieser Spielzeit. Wir werden das Ganze natürlich versuchen, ja einzuordnen, Sie da auf den anderen Plätzen auch auf dem Laufenden zu halten. Das ist eine unglaubliche Konstellation. Der Abstiegskampf in der dritten Liga ist quasi schon gegessen, aber oben ist es ganz, ganz spannend. Vielleicht haben wir noch kurz Zeit, mal über die Aufstellungen zu fliegen. Wir werden da gleich mal einen Crawl unten anbieten. Beim VfL Osnabrück ist das Ganze sehr, sehr einfach, weil Tobias Schweinsteiger wie quasi immer, wenn es möglich ist, auf dieselbe Startelf setzt. Genau die Startelf, die auch zuletzt 2:0 in Köln bei der Viktoria gewonnen hat. Also keine Änderung bei den Niedersachsen, anders bei den Gästen aus Dortmund. Da gibt es 3 Veränderungen. Vor allen Dingen im Tor Lotka wieder drin, der Stammkeeper. Hinten links Bueno und Papadopoulos, der auch schon bei den Profis aktiv war, wird die U23 verstärken. So, los geht's. Anpfiff, die Gäste in Schwarz-Gelb und die Osnabrücker natürlich wie immer in Lila-Weiß. Sina Braun hat ja diese Konstellation schon angesprochen, die sich schlagartig geändert hat in der vergangenen Woche, am vergangenen Spieltag, als die Osnabrücker oben von den Aufstiegsaspiranten als einziges Team gewinnen konnten und jetzt den Aufstieg mit 67 Punkten auf Platz 3 in der eigenen Hand haben. Lassen Sie sich mal nicht täuschen von den Freiburgern der zweiten Vertretung. Die dürfen als zweite Mannschaft nicht aufsteigen. Das heißt, Osnabrück als Dritter belegt den direkten Aufstiegsplatz. Dahinter Wien Wiesbaden, punktgleich mit nur einem Tor dahinter auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Und dann mischen mit einem Zähler weniger auch noch Saarbrücken und Dynamo Dresden mit. Das ist Niemann. Der rechte Flügelflitzer. Das heißt, das wird hier möglicherweise hin und her gehen. Und das Gute
für die Osnabrücker ist, sie haben halt den Aufstieg in der eigenen Hand, weil sie diese Pole Position besitzen, den Elversbergern möglicherweise in die zweite Liga zu folgen. Das heißt, gewinnen die Osnabrücker ihr eigenes Spiel heute hier gegen Borussia, steigen sie entweder direkt auf oder sie starten in der Aufstiegsrelegation. Lassen sie Punkte liegen, dann wird es schwierig oder schwieriger, dann kommen die anderen Mannschaften wie auch Saarbrücken, natürlich Wien, Wiesbaden und auch Dynamo Dresden wieder ins Spiel. Und da haben wir schon mal den ersten Zwischenstand gerade aus dem Saarland. Der erste FC Saarbrücken ist in Führung gegangen mit 1:0. Werden wir dann, wenn wir es alles haben, auch in der Grafik Ihnen nachreichen, dass wir das dann auch visuell, optisch alles verfolgen können, weil das wird natürlich schwierig im Verlauf dieser Partie. Wollen wir uns jetzt erstmal auf dieses Spiel hier konzentrieren. Das ist schwer genug für den VfL. Da wird der ein oder andere Fan zuvor gesagt haben, Borussia Dortmund, Zweitvertretung, 13. in der Tabelle. Das kann ja nicht so schwer sein. Aber die Westfalen sind richtig gut drauf in den vergangenen Wochen. In der Formtabelle der letzten 10 Spiele liegen sie da auf Platz 1, noch vor den Osnabrückern. So, ich habe es gesagt, keine Umstellung bei den Lila-Weißen. Das heißt, da hinten Djemfi Traoré, der rechte Verteidiger. Da ist er, der Innenverteidiger, der aus der zweiten Mannschaft vom Hamburger Sportverein gekommen ist und so gut eingeschlagen ist hier in Osnabrück. Eine total stabile Saison spielt in der Innenverteidigung neben dem erfahrenen Bermann. Und natürlich, die Frage wird sich jeder Fan stellen, wie sind die Osnabrücker da informiert? Konzentrieren sie sich komplett auf ihr Spiel? Ja, das machen sie zum einen, aber andererseits sind sie natürlich informiert auf der Bank. Befassen sie sich natürlich mit den anderen Ergebnissen, um da gegebenenfalls noch reagieren zu können. Vor allen Dingen, wenn es ein Wettschießen gibt um die Tordifferenz mit Wien Wiesbaden. Der Trainer des VfL, Tobias Schweinsteiger, haben ihn gestern noch beim Eisessen erwischt, telefonisch. So gegen 7:45 am Abend, da war er tiefenentspannt und man kann es ihm auch abnehmen. Er ist ein ganz ruhiger, ein besonderer Trainer. Das ist tatsächlich überraschend, weil es ja seine erste Station als Cheftrainer ist beim VfL Osnabrück. Aber er sagt, meine Arbeit ist erledigt. Unter der Woche, die letzten beiden Tage vor so einem Spiel, kann ich relativ relaxed angehen. Insgesamt haben die Osnabrücker auch die Abläufe unter dieser Woche, ob dieser besonderen Konstellation, überhaupt nicht geändert. Videostudium, ganz normale Trainingseinheit. Bei den Spielern war auch keine. Simakala ist das, der Topstar, der Shootingstar dieser Saison. Noel Niemann kommt zumeist über den rechten Flügel. Schneller, wendiger Mann. Habe ich Ihnen ja schon mal angedeutet, dass der erste FC Saarbrücken in Führung gegangen ist gegen Viktoria Köln. Elversberg, der Spitzenreiter, ist ohnehin durch, führt auch 1:0, ist aber für die Osnabrücker insgesamt von wenig Interesse. Aber das Ergebnis aus Saarbrücken natürlich schon.
Das setzt dann logischerweise die Osnabrücker unter Druck, weil Saarbrücken zu diesem Zeitpunkt dann vorbeizieht. Jetzt Dritter ist auf dem direkten Aufstiegsplatz. Osnabrück auf der 4, gleichbedeutend mit der Aufstiegsrelegation. Aber es sind ja erst 6,5 Minuten gespielt. Um es nochmal zu wiederholen, gewinnt Lila-Weiß diese Partie, ist zumindest mal die Relegation sicher. Die Borussen, ich habe es gesagt, die haben den Klassenerhalt schon sicher. Beim letzten Auswärtsspiel 3:3 in Aue haben sie den klar gemacht. Am vergangenen Wochenende gegen den feststehenden Absteiger Bayreuth haben sie 1:0 gewonnen. Da hat der Trainer Jan Zimmermann ein bisschen was ausprobiert, mal Spielern aus der zweiten Reihe Gelegenheit gegeben, sich zu präsentieren. Heute hat er gesagt, spielen wir mit der stärksten Mannschaft. Gibt keinen Freistoß für die Osnabrücker nach diesem Einsteigen gegen Traoré. Wird die Linie schon mal vorgegeben vom Unparteiischen, nicht zu kleinlich zu pfeifen. Hören Sie sich das an, sehen Sie sich das an, dieses Spektakel hier in Osnabrück. Zum vierten Mal ausverkauft in dieser Saison die Bremer Brücke. Das ist Jin Ma, der Topmann der Borussen, abgelegt auf Eberwein. Erste gute Aktion der Borussen, die bekannt sind für ihr schnelles Umschaltspiel. Schön da die Übersicht von Jin Ma und dann Eberwein hat da völlig freie Schussbahn, aber zu zentral platziert. Insofern keine allzu große Mühle für Philipp, genannt Pippo Kühn. Gibt einen Eckstoß für die Gäste. Das ist eine Sache für einen absoluten Spezialisten. Michel, der Mann mit der Nummer 10, zuletzt getroffen gegen Bayreuth. Der direkten Freistoß. Schweinsteiger noch mal darauf hingewiesen, diese Eckstöße und diese Standards von Michel, auf die müssen sie achten. Tatamusch war das. Der aber auch gesagt hat, die Borussen sind keine typische Zweitvertretung, die da nur über das Spielerische kommen, sondern sich vor allem in der Defensive total stabilisiert haben. Das wird schwer für die Osnabrücker hier Tore zu erzielen. Von Eberwein und da diese Situation müssen sie aufpassen, macht er gut, sehr abgeklärt, sehr ruhig, sehr kontrolliert und lässt sich da auch feiern, Maxwell Jemphy für diese Defensivaktion. Also Körpersprache stimmt. Gute Anfangsphase, mutige Anfangsphase der Borussen, die das wahr machen, was Trainer Jan Zimmermann versprochen hat. Hier wird nichts hergeschenkt, keine Wettbewerbsverzerrung. Die gehen voll rein. Gibt uns mal die Gelegenheit, jetzt nach knapp 11 Minuten unseren Experten mit einzubeziehen. Tommy Reichenberger, eine lebende Legende hier auch in Osnabrück, darf man wohl mit Fug und Recht behaupten. Ja, die ersten 11 Minuten sind um. Wie ist so der erste Eindruck, Tommy? Ja, es ist erstmal ein richtig cooles Gefühl, hier zu sein. Die ganz Osnabrück steht hinter dem Team. Das haben die Jungs sich aber erarbeitet über die ganze Saison. Und ja, man merkt, dass es noch so ein bisschen
ich will nicht sagen abtasten ist, aber man geht natürlich jetzt nicht mit einem vollen Visier da rein, sondern man versucht ins Spiel sich reinzuarbeiten, hat einen Gegner, der, das hat man auch schon ein, zwei Mal gesehen, da immer wieder reinstechen kann, mit schnellen, guten Leuten kicken können die alle. Von daher muss man eben auch aufpassen, dass man nicht ins offene Messer rennt, gleich nach ein paar Minuten. Aber die Jungs haben das im Griff, die sind wach und von daher habe ich nach wie vor ein gutes Gefühl. Ja, wie ist denn das, dieser Balanceakt? Das ist natürlich super, jetzt hier einen ehemaligen Profi zu haben. Steckbar, gibt eine gelbe Karte hier, gerade für Tatamusch. Inwieweit ist das, kann man sich da freimachen als Spieler, sich von dieser Stimmung, von dieser Euphorie anstecken zu lassen, um dann eben auf dem Platz auch kühlen Kopf zu bewahren? Es geht ja nicht darum, das Spiel jetzt nach 10 Minuten zu entscheiden, sondern nach 90. Ja, genau, das ist dann manchmal auch das Gefährliche. Aber also man kann in dem Spiel, das ist nicht wie jedes andere, das muss man einfach so sagen, da geht es heute noch mal um was, um mehr, um was anderes. Ich kann mich selbst erinnern, gegen Aalen damals, da waren wir zugegebenermaßen grottenschlecht. Wir wollten unbedingt, wir mussten das Spiel gewinnen, wollten auch, aber wir waren einfach nicht gut. Haben es dann aber am Ende irgendwie rumgerissen und ich hoffe, dass den Jungs das auch, egal wie sie heute spielen, gelingt. Vielen Dank. Stoppt. Absolut korrekte Entscheidung, gibt einen Freistoß für die Osnabrücker. Erik Engelhardt, der ja den Sprung auch geschafft hat von der Regionalliga, kam ja aus Cottbus, sich hier total etabliert hat. Zweitbester Torschütze ist der Osnabrücker mit 11 Toren. Jetzt schon länger nicht mehr getroffen hat, 11 Spiele lang. Das nagt natürlich so ein bisschen persönlich an ihm, aber nichtsdestotrotz ist er total wichtig für diese Mannschaft, weil er sehr viel läuft. Gegner bindet, richtig Alarm macht. Freistoß also von Simakala mit rechts oder Kleinhansel mit links. Simakala macht's, aufs Tor gezogen. Bermann immer natürlich mit vorn bei diesen Standardsituationen, der kopfballstarke Innenverteidiger. Absolute Boss da hinten in der Vierer-Abwehrkette. Das Osnabrücker Spiel, da fehlt noch so ein bisschen die Präzision, die Selbstverständlichkeit. Kann man ihnen natürlich auch nicht vorwerfen, dass da Nervosität ein bisschen dabei ist. Hat Tommy Reichenberger ja gerade gesagt, das kann man auch nicht ganz abschütteln. Aber je länger das Spiel dauert, je besser die Mannschaft da reinfindet in die eigenen Abläufe, desto sicherer werden die Osnabrücker, werden die natürlich auch im heimischen Stadion auf Umschaltmomente warten werden über die schnellen Leute wie Simakala und Noel Niemann. Traoré hat jetzt mal ein bisschen Platz, vielleicht nutzt er den da mal auf der rechten Seite. Niemann, Kunze, Köhler, wieder Traoré, stehen gut, alle Mann hinter dem Ball, die Räume sind dicht, machen sie gut, die Borussen, also Neuaufbau, nochmal über Bermann. Und vielleicht ein Tick zu lang, bekommt er den noch. Die Borussen auch eine Mannschaft, die versuchen sich von hinten spielerisch zu befreien. Natürlich gab es da auch den einen oder anderen Profi, der heute mit bei der ersten Mannschaft aushilft. Das ist ja das Ziel aller derer, die hier in der U23 spielen. Jetzt die Chance über Niemann. Macht er gut, ist er stark im 1 gegen 1.
Tesche. Klein Hansel, der hat einen guten linken Fuß. Einer zu viel da, gedoppelt. Klein Hansel, der linke Verteidiger. Aber Tesche setzt nach. Robert Tesche. Handspiel wird da hier moniert von den Zuschauern, die alle aufspringen. Simakala. Klein Hansel. Köhler. Versuchen Sie sich da mal festzusetzen, den Ball länger in den eigenen Reihen zu behaupten, den Gegner sozusagen vom eigenen Tor wegzuhalten. Außenverteidigerposition ja auch neu besetzt bei der Borussia. Ich habe es gesagt, der eine oder andere ist mit bei der ersten Mannschaft. Rothe zum Beispiel, der linke Verteidiger, hat das Vergnügen heute bei den Profis bei der Borussia aus Dortmund auszuhelfen gegen Mainz und vielleicht mit deutscher Meister zu werden. Und die Bayern vom Thron zu stoßen. Engelhardt. Kleines Powerplay jetzt der Osnabrücker. Nochmal Engelhardt. Gutes Zusammenspiel da mit Kleinhansel. Hier kein großes Elan unter den Zuschauern, aber das ist ein Ergebnis, was natürlich hier die Osnabrücker interessiert. Dresden, einer der Konkurrenten um diesen Relegation oder den Aufstiegsplatz, liegt zurück gegen den VfB Oldenburg. Die Oldenburger ja bereits als Absteiger feststehend, könnten da wichtige Schützenhilfe leisten für die Osnabrücker. Dresden, ja das Team, das eigentlich die beste Ausgangssituation hatte vor diesem letzten Spieltag, hat sich das dann selbst kaputt gemacht mit einer 1:4 Niederlage in Meppen. Trotz einer 1:0 Führung ist dann runtergerutscht vom Aufstiegsplatz auf Platz 6. Jan Zimmermann ist das, bekannter Mann im Norden, der Trainer der Dortmunder Borussia. Schon die Profis von Hannover 96 trainiert, den TSV Havelse. Da haben wir noch mal den Blick auf diese Blitztabelle. Osnabrück jetzt auf Rang 4. Saarbrücken durch die Führung weiter auf 3. Dynamo Dresden bleibt auf der 6. Wien Wiesbaden. Da steht es auch noch 0:0 zu Hause gegen Halle. Holt da einen Freistoß raus. Gute Position. Wird Vorteil entschieden von Dr. Braun. Schade, eigentlich aus Osnabrücker Sicht wäre eine super Standardsituation gewesen. Die gibt es jetzt nach diesem Einsteigen gegen Kleinhansel. Florian Kleinhansel, der ja zuletzt die Vorlage auch gegeben hat. Der Eckstoß zur Führung, zur so wichtigen Führung. Simakala. Da wird natürlich wieder nach Handspiel geschrien. Das geht natürlich sehr schnell, ist ja logisch. Das Publikum versucht ja auch, den Schiedsrichter irgendwie auf die Seite zu bekommen. Alles korrekt entschieden aus meiner Sicht.
Aber hinten, da müssen sie aufpassen, das sind diese Umschaltmomente. Philipp Kühn ist da. Zweite, wenn nicht dritte, gute Gelegenheit für die Borussen, die das wirklich stark machen mit diesen langen, mit diesen vertikalen Bällen. Nicht allzu hart, dieser Distanzschuss, aber schwer zu sehen erstmal für Kühn. Dann setzt er noch mal auf. Hier gucken wir noch mal hin. Nein, alles korrekt entschieden. Kein Handspiel von Tatamusch, der dann vorne auch die Chance hat. So, Eckball für die Borussen. Nächste gute Gelegenheit. Und während die Borussen hier nicht treffen, hat Viktoria Köln ausgeglichen gegen Saarbrücken. Gute Kunde also hier für alle, die es mit den Lila-Weißen halten. In dieser Tabelle für alle, die wieder später zugeschaltet haben oder noch dabei sind. Elversberg schon aufgestiegen, Freiburg 2 können wir uns wegdenken als Tabellenzweiter. Die dürfen nicht aufsteigen. Osnabrück damit wieder auf dem direkten Aufstiegsplatz. Wien Wiesbaden blieb es so auf dem Relegationsrang. Saarbrücken wieder abgerutscht von 3 auf 5 und Dresden weiter auf der 6. Trotzdem wäre natürlich ein eigener Treffer jetzt mal wichtig, um das Ganze hier zu beruhigen in Osnabrück, um vielleicht auch die Wiesbadener unter Druck zu setzen. Weil natürlich ist ja ganz klar, die Relegation schön und gut, aber die Osnabrücker, wenn die Chance schon da ist, möchten natürlich direkt aufsteigen. Tommy Reichenberger, Relegation in Osnabrück, das ist ja so ein Thema, und zwar nicht immer ein positives gewesen. Da gab es leider schon schlechte Erfahrungen. Insofern, wie sehr möchte die Mannschaft die vermeiden? Ja gut, wenn es am Ende vorausspringt, wird man es noch mitnehmen. Aber ganz sicher ist es hier in Osnabrück, dass man Relegation schon oft genug miterlebt hat. Das wäre ein Stück weit typisch, aber nicht für die Mannschaft. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass sie direkt durchgehen. Haben aber ein hartes Stück Arbeit, weil sie sich erst hier wirklich durchwurschteln müssen durch die Dortmunder. Die machen das stabil. Die sehr stabil sind, sehr gefährlich im Umschaltspiel. Davor hat Tobias Schweinsteiger auch gewarnt. Saarbrücken ist mittlerweile 2:1 in Führung gegangen. Zieht jetzt sozusagen wieder vorbei an den Osnabrückern. Inwieweit kriegen die Spieler sowas überhaupt auf dem Spielfeld mit? Ja, da bin ich ziemlich sicher, dass sie diese Zwischenstände alle nicht mitbekommen. Vielleicht kriegen sie in der Halbzeit irgendwie mal einen kurzen Input oder vielleicht auch gar nicht. Das weiß ich nicht, wie Tobi das hält. Aber es ist auch nicht wichtig, du musst am Ende deine Hausaufgaben machen. Ich sage es noch mal, egal wie. Ich finde es, by the way, wirklich toll, dass Dortmund den sportlichen Ehrgeiz hat und hier auch wirklich mit der stärksten Truppe und mit 100% hier dagegen hält. Schade für Osnabrück, dass sie sich nicht aufgeben, aber im Sinne des Sports einfach super. Ja, um das noch mal zu unterstreichen, gibt jetzt einen Eckball für die Osnabrücker. Nur eine Niederlage der Dortmunder in den vergangenen 10 Spielen. Hier sieht man auch warum. In der Formtabelle ganz weit vorne, habe ich gesagt. Jetzt nehmen wir erstmal diesen Eckball mit. Tommy Reichenberger sitzt hier übrigens, was Sie es gerade noch nicht sehen können, im lilanen Trikot. Logischerweise der Osnabrücker, ganz Fan der Tommy Reichenberger. Was muss die Mannschaft denn jetzt besser machen, um diese Dortmunder, diese starke Dortmunder Mannschaft irgendwie zu knacken? Weil ein eigener Treffer muss ja her. Ja, ist richtig. Also weiterhin musst du stabil stehen. Das ist das Wichtigste. Nicht zu früh mit offenem Visier. Aber es braucht doch den ein oder anderen genialen Moment, glaube ich, der die Jungs noch mal kurz weckt und dadurch auch Dortmund vielleicht noch ein bisschen zum Nachdenken anregt. Aber wie gesagt, noch ist alles parat. Du stehst hinten vernünftig. Ein, zwei Sachen haben sie zugelassen, aber waren auch schon mal 5 Minuten da vorne. Also von daher, das wird bis zur 90. Minute hin und her gehen auf allen Plätzen. Und von daher müssen wir einfach hoffen.
Schönen Dank, Tommy Reichenberger. Ist auch immer interessant, wie Spieler oder ehemalige Spieler das sehen, was wir hier oben so als Reporter erzählen. Kann im Innenleben der Spieler ganz anders aussehen. Absoluter Stamm, einer der besten Keeper der Liga, den muss man auch erstmal bezwingen, hat sogar zehnmal in der Bundesliga auflaufen können für Hertha BSC Berlin. Aber es ist ja auch nicht so, dass der VfL in dieser Saison Traoré ist, das wird da gestoppt, gibt einen Freistoß, dass der VfL die Gegner da immer allesamt in Grund und Boden gespielt hat, auch dieser langen Serie mit diesen vielen Siegen. Das waren ganz oft enge und knappe Dinger. Insofern gibt es überhaupt keinen Grund, nervös und ungeduldig zu werden. Sondern am eigenen Spielstil einmal festzuhalten. Kleinhansel. Umworben. Ist aber vielen Spielern offen, wie es da weitergeht. Hängt natürlich auch davon ab, ob der VfL aufsteigt oder nicht. Da wollen wir uns in der Halbzeitpause mal drum kümmern, um dieses Thema Unterschied. Zweite Liga und dritte Liga, der Sportdirektor Chapuzé ist da. Wen hat der VfL schon weiter verpflichten können? Bei wem ist es fraglich? Bei wem hängt es am Aufstieg der zweiten Liga? Treffer erzielt, ist also nicht der absolute Goalgetter. Er hat andere Stärken, vor allen Dingen in der Torvorbereitung. 11 Treffer hat er da aufgelegt. Ist damit top bei den Lila Weißen. Kam erst ganz kurz vor dieser Saison von Arminia Bielefeld. Und das wäre natürlich ein Ding für Noel Niemann, sollte es in der Relegation, falls es dazu kommt, eventuell gegen Arminia Bielefeld gehen, dann wäre das für Noel Niemann natürlich ein ganz, ganz besonderes Spiel. Aber das ist noch weit weg, diese Relegation. Knappe halbe Stunde vorbei, 0:0. Der VfL wartet noch auf die erste eigene große Torchance. Der Innenverteidiger heute ein bisschen vorgerückt ins defensive Mittelfeld auf der Doppel-6 bei der Borussia. Hat auch schon mal bei den Profis ausgeholfen. Ist ja für viele der Borussen auch eine ganz besondere Situation, wenn die Dortmunder heute vielleicht deutscher Meister werden sollten. Nach diesem Spiel die Saison auch zu Ende und da kann man sich vorstellen, dass der eine oder andere natürlich sich hier schnell aufmacht, diese 130 Kilometer von Osnabrück nach Dortmund zum Borsigplatz, um da an einer möglichen Feier teilzunehmen. Aber bisher sind sie mit dem Kopf voll da und sind ein richtig, richtig harter, starker Gegner für die Osnabrücker. Mag kaum vom Ball zu trennen. Ganz starke Technik. Wow. Der Einsatz da von Kunze.
Schauen wir uns natürlich gleich nochmal an, ob das wirklich ein Foulspiel war. Kunze ja der Mann fürs Grobe im defensiven Mittelfeld. Der Osnabrücker, das Herzstück. Tesche, Köhler und Kunze. Da hat sich was gefunden im Team von Tobias Schweinsteiger. Ich habe es vorhin bei der Aufstellung ja erwähnt, der so gut wie immer auf dieselbe Startelf sitzt. Da sind Automatismen dabei. Die Osnabrücker insgesamt nur 25 Spieler eingesetzt, so wenige wie kein anderes Team der Liga. Im Vergleich mal die Borussen. 37. Gibt eine gute Situation für Papadopoulos. So natürlich nicht. Gegen Kühn Papadopoulos schon in der Champions League gespielt, gegen Manchester City unter anderem. Kunze. Niemann. Engelhardt. Simakala, der sich jetzt mal auf den rechten Flügel hat fallen lassen, rochiert, um weniger ausrechenbar zu sein. Da ist er im Zusammenspiel mit Traoré. Gegen Halle, das ist ja der ärgste Konkurrent, noch mal zur Erinnerung, ein Tor Differenz nur zwischen Osnabrück und Wien Wiesbaden, beide Mannschaften punktgleich. Was wäre das für ein Ding in dieser dritten Liga, wenn der Aufstieg am Ende über die Tordifferenz entschieden wird, möglicherweise sogar die gleiche Tordifferenz zwischen Osnabrück und Wien Wiesbaden, dann zählt der direkte Vergleich und da wären die Osnabrücker vor. Niemand. Tesche. Robert Tesche, das war der Mann des letzten Spiels in Köln, einen Treffer gemacht. Den zweiten mit vorbereitet mit einem Trick à la Zinedine Zidane. Also falls Sie es noch nicht gesehen haben, dann lege ich Ihnen das mal ans Herz. Schauen Sie mal unter ndr.de/sport. Vor allen Dingen dann auch von ihm hier die Vorarbeit. Simakala zuletzt holt ihr Neckball raus. Was war das für ein Kunststück? Ein Solo, wie man es lange nicht mehr gesehen hat, von Bamuaka Simakala zuletzt in Köln. 8 Sekunden für die Ewigkeit, kann man da fast sagen. So einen schönen Treffer hat er, glaube ich, noch nie vorgelegt. Aber jetzt Eckball erstmal von Kleinhanse. 10 Tore schon gefallen nach seinen Eckstößen für die Osnabrücker. Zu dicht angegangen, sagt der Schiedsrichter. Da ist er. Florian Kleinhanse, insgesamt ja die Standards. Ein ganz, ganz großer Faustpfand der Osnabrücker. 24 Treffer erzielt nach Standards. Das üben sie immer wieder mit Co-Trainer Tim Danneberg. Jetzt mal gut verlagern in die gegnerische Hälfte, die Osnabrücker. Gute Phase jetzt des VfL ohne die ganz große Torchance, aber Tommy Reichenberger, diese Standards, die ich gerade angesprochen habe, inwieweit ist das immer ein gutes Mittel, wenn es vielleicht dann noch mal spielerisch nicht ganz so läuft, da zu wissen, da haben wir was im Petto. Auf jeden Fall, über Standards werden viele Spiele entschieden. Der VfL hat da eine ganz große Qualität, sowohl offensiv als auch defensiv. Und das hat auch schon den einen oder anderen, anderen Punkt gebracht, ist oft der Dosenöffner. Ja, vielleicht auch heute, gerade in so einem Spiel, wo man ansonsten spielerisch sich etwas schwerer tut.
Beermann. Gut dagegen Tatamusch. Gutes Timing. Beermann wesentlich kleiner als Ted Tatamusch. Da leichte Probleme bei der Ballannahme, aber die Osnabrücker zu weit weg. Gibt einen Freistoß. Auch das eine korrekte Entscheidung nach diesem Einsteigen da von Köhler, der ja schon zweimal gefehlt hat in dieser Spielzeit wegen Gelbsperren. Aber ein ganz wichtiger Mann, dieser Sven Köhler. Natürlich auch einer, muss man fast sagen, der umworben ist. Hieß es immer wieder, Amina Bielefeld sei dran an Sven Köhler. Ausgerechnet Bielefeld, möchte man da sagen. Großer Konkurrent hier. Ist es nicht. Pfanne müsste das gewesen sein, aber Freistoß. Gute Grätsche da im letzten Moment noch. Und jetzt vielleicht der Umschaltmoment. Über den schnellen Niemann. 3-4 Osnabrücker, die da mitlaufen. Simakala versucht das alleine. Das reicht nicht für einen Strafstoß. Da kommt ein Strudeln, aber aus meiner Sicht reicht das nicht aus, um mir auf den Punkt zu zeigen. Aber hier sehen wir die Stärke. Gute Grätsche da, mal von Tesche, Jemfi ist mit dran und dann dieser Umschaltmoment. Gucken wir mal hier, da kommt er ein bisschen ins Trudeln. Ja klar, die Hand spielt da mit, aber das ist ein ganz normaler Zweikampf. Aber es ist ja auch logisch, dass die Fans hier der Lila-Weißen alles versuchen. Bueno, der neue linke Verteidiger, vertritt da Rote heute, der bei den Profis dabei ist. Tatamusch, eine kleine Arbeitsbiene, Ted Tatamusch, Papadopoulos. Der wird ja lang und länger, dieser Kopfball von Gima, ein Hamburger Jung, der absolute Shootingstar, der unter Trainer Jan Zimmermann, der im Februar kam, nochmal richtig aufgeblüht ist. 12 Treffer hat er bisher erzielt. Steigt er hoch und visiert er das lange Eck an, da wäre Pipo Kühn natürlich absolut chancenlos gewesen. Also großes Kompliment an die Gäste, muss man schon mal sagen. Die lassen sich hier aber überhaupt nichts schenken, geben keinen Meterpreis. Voller Einsatz, wollen sich hier anständig verabschieden, ihre Serie womöglich auch noch mal ausbauen, es dem Gegner richtig schwer machen. Jan Zimmermann hat mir kurz vorm Spiel, mit dem konnte ich mich noch mal unterhalten, sogar fast gesagt, es tut mir ja richtig leid für die Osnabrücker, aber wir müssen versuchen, ihnen heute weh zu tun. Sehr viel am Ball, guter Gedanke. Niemann auch viel unterwegs da auf der rechten Seite. Sehr oft am Ball. Kunze, Tesche, Kleinhansel. Vielleicht auch mal ein Schuss aus der zweiten Reihe. Wäre ja auch mal ein probates Mittel. Kleinhansel kann es ja auch. Reibt sich da richtig auf, wieder gedoppelter von zwei Dortmundern. Holt immerhin einen Eckstoß raus. So, 3-2 nach Eckbällen.
Die Führung also. Aber viel wichtiger wäre jetzt mal ein Treffer so kurz vor der Pause. Die Erlösung hier vielleicht für die Lila-Weißen. Klein Hansel. Boah, Simakala eigentlich komplett blank da. Und Engelhardt trifft ihn nicht richtig. Tata Musch gegen 1-2-3 Osnabrücker. Tesche. 136 Mal in der Bundesliga unterwegs gewesen. Robert Tesche feiert heute, da ist er der Mann mit der 8, seinen 36. Geburtstag und hat seinen Vertrag schon verlängert. Tommy Reichenberger, 36 Jahre jung, habe ich gesagt, der Robert Tesche und den Vertrag bereits verlängert. Warum spielen Sie denn nicht noch mit? Ja, weil die Mannschaft aufsteigen will. Und da gibt es keine Fußballer mehr, die vorne nur stehen bleiben. War es früher mal. Nein, Robert ist ein absoluter Gewinn für den VfL als Typ, als Leader. Der steht da wirklich mit seinen Jungs im Mittelfeld und ist Dreh- und Angelpunkt. Also ich glaube auch, dass der in der Liga höher mit Sicherheit auch noch mal 1-2 Jahre mitspielen kann, wenn es hinzukommt. Schön, dass Robert hier in Osnabrück ist. Ja, ein anderer wurde vorhin vor dem Spiel schon verabschiedet, obwohl er heute noch zum Einsatz kommen kann. Marc Heidi Heider, der ewige Marc Heider. Das war ein Gänsemoment, Gänsehautmoment auch für Sie, oder? Da gab es reichlich Tränen schon vorm Spiel. Ja, auf jeden Fall. Man sieht auch, wie nah das Marc geht und wie sehr er mit dem Herzen dabei ist. Und umgekehrt, die Fans akzeptieren auch, was Marc hier geleistet hat. Wir hatten ja noch zusammengespielt in seinen ersten Jahren. Und von daher, das ist ein guter Typ, der passt hier hin. Toll, dass er VfL ihn halten konnte. Ja, absolut. Wir sehen ihn bald mit Aktentasche auf der Geschäftsstelle. So, jetzt aber die letzte Minute der ersten Hälfte der regulären Spielzeit. So richtig viel wird es da nicht oben drauf geben. Geht da noch was für den VfL? Gute Aktion von Gilmar. So, und kurz vor der Pause, während Gilmar hier nicht trifft für die Borussen, hat Wien Wiesbaden vorgelegt, führt 1-0 jetzt. Der Konkurrent, der größte Konkurrent der Osnabrücker. Gegen den halleschen FC, da stand es auch lange 0-0, genau wie hier jetzt kurz vor der Pause der Treffer. Versuchen wir ihn gleich mal in der Blitztabelle das deutlich zu machen. Eine Minute gibt es hier Nachschlag in Osnabrück. Das wird sich natürlich auch ganz, ganz schnell hier rumsprechen an der Bremer Brücke. Und da bin ich dann gespannt, wie die Osnabrücker dann hier rauskommen aus der Kabine in der zweiten Hälfte, ob sie dann doch noch mehr riskieren werden, es noch offensiver angehen werden. Hab's gesagt, bisher keine richtig große Torchance für den VfL. Also Dynamo Dresden, da steht es 1-1. Am VfL 0-0, Wien Wiesbaden führt. Stand jetzt zu wenig für den VfL Osnabrück, aber das Gute ist, es bleibt ja noch eine zweite Hälfte und die wird mal mindestens genauso stimmungsvoll hier sein an der Bremer Brücke. Davon können wir mal ausgehen. Tobias Schweinsteiger, das ist ausbaufähig in Hälfte 2, gar keine Frage, aber Tommy Reichenberger, unser Experte, hat es gesagt, man kann auch nicht zu früh hier alles riskieren, ins offene Messer zu laufen. Die Gefahr besteht immer bei diesen schnellen Dortmundern.
Also 0:0. Aber nach wie vor hat es das Team von Tobias Schweinsteiger ja in der eigenen Hand, hier für klare Verhältnisse zu sorgen. Nochmal, beim Sieg ist zumindest mal die Aufstiegsrelegation sicher, wenn nicht sogar der direkte Aufstieg. Wir sind gleich gespannt auf den Sportdirektor des VfL und werden uns natürlich auch den Aufstiegshoffnungen des Hamburger Sportvereins, der morgen im Einsatz ist, gleich mal widmen in der Halbzeitshow von Sina Braun. Wir packen da schon mal gerade alles zusammen, warten, bis die Spieler dann das Spielfeld verlassen. Hier bei super Fußballwetter nochmal zum vierten Mal ausverkauft die Bremer Brücke. Und jetzt höre ich, kann es weitergehen, unten am Spielfeldrand mit Sina Braun, bitte. Ja, die zweite Liga ist zum Greifen nah und doch so fern gerade. Schweinsteiger pusht hier nochmal seine Mannschaft, denn sie wollen keine Ehrenrunde einlegen. Doch selbst das ist gerade nicht aktueller Stand. Sie müssen hier zwingend gewinnen und brauchen ein Tor, aber wir haben ja noch 45 Minuten. Gleich spreche ich mit Amir Shahbazadeh über die Situation hier beim VfL und wir gucken uns natürlich auch noch mal ein paar Highlights an. Doch zuvor wollen wir einmal auf den Hamburger Sportverein schauen, denn heute, während hier die Entscheidung hier in der dritten Liga fällt, geht es morgen um den Aufstieg in der zweiten Liga und der HSV will es ja endlich mal wieder schaffen und in die Bundesliga kommen. Sollte das so sein, zurzeit sind sie Dritter, also sicher in der Relegation, doch sollten sie morgen wirklich aufsteigen, kann die Aufstiegsparty gar nicht im Volkspark stattfinden, denn dort wird morgen Metallica zum zweiten Mal auflegen. Michael Maske schaut einmal drauf. Die Vorbereitungen im Volkspark laufen auf Hochtouren. Das Equipment ist da, die Bühne steht bereit für die große Show morgen im Stadion, der Auftritt von Metallica. Der Beginn der Open-Air-Konzertsaison kein Problem für Tim Walter, dem Fan der Metalband. Das kennen wir ja aus vergangenen Jahren, in der Vorbereitung war das auch immer so. Die Bühne ist woanders aufgebaut für uns. Das HSV-Personal trainiert also etwas abseits vom Metallica-Trubel. Die große Bühne für Walter und Co. ist morgen das Hartwaldstadion in Sandhausen. Wir haben Platz 3 sicher, Nummer 2 können wir. Also von daher können wir befreit aufspielen. Darum, wir sind entspannt, die Jungs sind total entspannt. Die sind voller Vorfreude, voller Zuversicht. Während der HSV also gegen Sandhausen um den direkten Aufstieg kämpft, wird Metallica im Volksparkstadion die Botschaft ihrer Kultballade verbreiten. Nichts anderes zählt. Für die Hamburger nur der Aufstieg. Entweder über den Umweg Relegation oder eben direkt als Zweiter mit Regensburgs Hilfe gegen Heidenheim. Der HSV hat es nicht mehr in eigener Hand. Das ist unsere beste Saison von der Punkteausbeute. Und von daher ist es schon hart, wenn man mit so vielen Punkten dann nicht direkt aufsteigt. Das Hinspiel gewann der HSV mit 4:2 gegen Sandhausen. Der Tabellenletzte steht mittlerweile als Absteiger fest. Für das Aufstiegsfinale vielleicht genau der richtige Gegner für das Team von Trainer Tim Walter. 2-1 für Hamburg und Heidenheim lust ab, macht ein 1-1. Es wäre ein Riesending. HSV kommt hoch, das ist doch klar. Die müssen. Die gehören nicht in die zweite Liga, Mann. Dann gibt es Montag die große Sause am Rathaus, keine Ahnung. Wäre ein möglicher Aufstieg der größte Erfolg in Ihrer Trainerkarriere? Würden Sie das so einschätzen? Zumindest das schönste Erlebnis. Definitiv, ja. Mit dem HSV-Tourbus nach Sandhausen und es zählt nur der Aufstieg. Es zählt nur der Aufstieg beim HSV und natürlich auch hier bei dem VfL Osnabrück. Zum möglichen Bundesliga-Aufstieg des HSV werden wir morgen auch im NDR Sportclub berichten um 22.50 Uhr. Also unbedingt einschalten. Dort wird es auch dann um den VfL Osnabrück gehen und auch um Eintracht Braunschweig, die ja noch um den Abstieg kämpfen. Peter Vollmann als Sportdirektor wird da sein. Und ich freue mich jetzt über den Sportdirektor des VfL Osnabrück, der hier sein wird, Amir Shahbazadeh. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Die ersten 45 Minuten sind gespielt. Wir haben auf die anderen Plätze schon geschaut. Zurzeit wäre der VfL Osnabrück Fünfter, wäre damit raus erstmal im Aufstiegskampf. Wie emotional war jetzt diese erste Halbzeit für Sie? Ja, ich glaube, man hat gesehen, es war eine zähe erste Halbzeit. Die Lockerheit bei dem einen oder anderen hat auch gefehlt.
Und wir wussten von vornherein, dass es ein schweres Spiel wird, dass egal, wie es bei den anderen Plätzen aussieht, wir erstmal unsere Aufgabe machen müssen und selber das Spiel erstmal gewinnen müssen. Sie sprechen die Lockerheit gerade an. Ich meine, bei dem Publikum, bei den Fans hier im Rücken, ist der Druck so hoch? Ja, natürlich ist ein gewisser Druck da oder eine gewisse Anspannung, dass so eine Saison dann am letzten Spieltag entschieden wird, wo noch vier Mannschaften im Topf sind und um den Aufstieg spielen. Und von daher ist natürlich eine gewisse Anspannung da. Aber ja, ich freue mich, dass wir das Heimspiel hier haben, dass die Fans uns in der zweiten Halbzeit nochmal nach vorne peitschen werden. Dass der VfL Osnabrück überhaupt diese Ausgangslage hat, ist ja auch dem SV Meppen zu verdanken unter der Woche, den Wahnsinnssieg gegen Dresden. Haben Sie sich da schon irgendwas überlegt? Sollte der VfL hier aufsteigen, gibt es da ein paar Bierkisten nach Meppen? Ja, ich glaube, wir tun erstmal gut damit, dass wir unsere Aufgabe selbst erfüllen. Und es war ja jetzt nicht nur der SV Meppen, die Mannschaften generell jetzt, die unten stehen, die schon abgeschrieben sind oder teilweise abgestiegen sind, wie die sich da nochmal alle reingehauen haben, ist natürlich lohnenswert. Ich sag das, weil der SV Meppen, da spielt nämlich auch einer, der hier mal das Trikot der Lila-Weißen getragen hat, nämlich Markus Alvarez. Und der hat eine kleine Botschaft an seine Ex-Mannschaft. Ich bin's, euer Alva. Wir haben alles Mögliche getan, haben Dresden geschlagen, haben davor Saarbrücken geschlagen, haben Wiesbaden geschlagen, haben bei euch einen Punkt gelassen. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Und glaubt mir, Männer, wenn ihr aufsteigt in Osnabrück, was ich euch wünsche, weil ihr es jetzt verdient habt, dann wird die Stadt brennen. Also haut alles rein, genießt es, habt einfach Spaß, zockt, wie ihr die letzten Wochen gezockt habt, und dann toi toi toi, auf geht's, ihr Lila-Weißen. Bringt Osnabrück zurück in die zweite Liga. Euer Alva. Zurück in die zweite Liga, das wünscht sich hier ein ganzes Stadion und auch Amir Shahbozadeh. Was passiert denn? Markus Alvarez sagt, die Stadt wird brennen. Was würde denn bei einem Aufstieg hier passieren? Das weiß ich nicht. Ich habe es hier noch nicht erlebt. Ich habe es als Spieler schon dreimal erleben dürfen. Und ja, das ist ein Erlebnis, was dir dein ganzes Leben lang bleibt und du mit den Jungs dann auch irgendwo verbunden bleibst. Und ja, müssen auf jeden Fall eine Schippe drauflegen in der zweiten Halbzeit. Und jetzt wollen wir mal einmal auf die Highlights schauen. Leider haben wir ein paar Highlights rausgesucht, die eher auf der Seite der Dortmunder liegen. Gleich in der achten Minute hatte nämlich Dortmund eine Wahnsinnschance hier völlig frei. Und Pippo Kühn war es dann, der gerettet hat, Amir. Ist Dortmund wirklich die gefährlichste Mannschaft hier zurzeit? Ja, die spielen halt gut mit, die haben keinen Druck, die stehen kompakt, schalten schnell um, haben viele gute Fußballer, viel Tempo auch vorne drin. Und ja, das war klar, dass sie sich tiefer reinstellen und ihre Stärken dann versuchen auszuspielen. Und ja, in der Situation haben wir auf jeden Fall Glück gehabt, dass Pippo uns im Spiel hält. Wie kann man denn die Mannschaft überhaupt heute besiegen? Wie kann das klappen, denn sie brauchen dringend ein Tor? Ja, wie sollen wir sie besiegen? Indem wir gut aus der Halbzeit kommen, viel Druck aufbauen, das Publikum mitnehmen. Bisschen zielstrebiger und konsequenter auch nach vorne spielen, schneller nach vorne spielen, weil die Dortmunder sich auch schnell ordnen. Und wenn es dann in der 90. ist oder in der 95. ist, ist egal, Hauptsache wir gewinnen erstmal unser Spiel. Dann wird die Bremer Brücke hier definitiv beben. Aber es gab ja schon mal ein paar Möglichkeiten, beziehungsweise auch strittige Schiedsrichterentscheidungen. Und da schauen wir mal drauf, 17. Minute. Hier wurde Handspiel reklamiert. Wie sehen Sie das denn? War das eins? Ja, es ist schwer zu sagen, bei den ganzen Regelungen kommt man ja selbst teilweise gar nicht mehr mit, wann ist Hand, wann ist nicht Hand. Der Ball geht klar gegen die Hand, ob das jetzt ein Elfmeter ist, keine Ahnung. Dann gab es noch eine Chance von den Dortmundern und zwar in der 40. Minute, da war es der Justin Ninjma, der hatte wirklich hier wahnsinnig Möglichkeiten. Wie haben Sie es gesehen? Ja, auch da verteidigen wir nicht konsequent, schon an der Grundlinie. Und der Ball kommt auf den zweiten Pfosten. Der gegnerische Stürmer setzt den Ball sogar gut und da haben wir Glück, dass der Ball nur ans Aluminium geht. Wie es weitergeht, ob der VfL aufsteigen wird oder in der dritten Liga verbleiben wird oder sogar in die Relegation kommt, das entscheidet sich definitiv heute. Mein Kollege Alex Kups, der hat einmal drauf geschaut. Was würde eigentlich mit dem VfL Osnabrück passieren, wenn sie hier in der dritten Liga bleiben oder aufsteigen, und hat sich unter der Woche mit Michael Welling, mit dem Geschäftsführer, verabredet. Zweite oder dritte Liga? Diese offene Frage bedeutet viel Arbeit für ihn. Michael Welling. Seit über 2 Jahren Geschäftsführer des VfL. Er muss zweigleisig planen, wobei der Fokus bislang klar gesetzt wurde.
Wir haben sicherlich die dritte Liga deutlich intensiver geplant und detailversessener geplant, als es bei der zweiten Liga der Fall ist. Zumal gerade dann aus einer, ja, vor allem auch wirtschaftlichen Perspektive, das Planen der zweiten Liga dann auch vergleichsweise leichter wird. Leichter, weil die Zahlen mehr hergeben. Wir bitten Welling mal aufzuschreiben, was sich im Aufstiegsfall ändert. Der Gesamtetat würde sich auf rund 24 Millionen Euro fast verdoppeln. Sponsoreneinnahmen würden steigen, auch der Zuschauerschnitt, weil mehr Auswärtsfans mitkommen würden. Das größte Fund jedoch der Anstieg der TV-Gelder. In der zweiten Liga dürften wir mit knapp 9 Millionen Euro kalkulieren. Das ist der Faktor 10, was die Zentralvermarktungserlöse betrifft. Das verändert dann natürlich eben die Relation. Und das ist sicherlich der größte Hebel. Mehr Kohle heißt mehr Möglichkeiten, den Kader aufzupeppen. Das Gesicht der Mannschaft wird sich verändern, wobei die Verantwortlichen bei wichtigen Personalien früh Klarheit geschaffen haben. Bei Beermann, Tesche und Engelhardt wurden Gespräche aufgenommen, als die Spieler noch gar nicht im Blickfeld anderer Vereine waren. Ich glaube, dass der Kern der Mannschaft in einem Aufstiegsfall nächstes Jahr auch hier wiederum die Menschen an der Bremer Brücke begeistern wird. Wir werden aber natürlich beispielsweise Marc Haider, eine Legende hier an der Bremer Brücke, der seine Karriere beendet, aber dann auf der Geschäftsstelle mit Aktentasche dann demnächst zu finden ist, der wird sicherlich nicht mehr auf dem Platz sein. Die größte Frage der Zeit bleibt Topscorer Simakala. Er spielt die beste Saison seiner Karriere. 18 Tore, 9 Vorlagen, sein Verbleib offen. Anders sieht's bei ihm aus. Trainer Tobias Schweinsteiger. Der Osnabrücker Erfolgsweg eng mit seinem Namen verbunden. Er übernahm den Club auf Rang 15, hat eine echte Einheit geformt. Auch sein Vertrag vorzeitig verlängert, obwohl höherklassige Vereine schon ein Auge auf ihn geworfen haben. Es ist natürlich so, dass Menschen, die im Sport arbeiten, immer auch nach mehr streben. Ich glaube, sonst würden sie im Sport nicht erfolgreich sein. Deswegen ist es erstmal ein Kompliment. Sorgen machen wir uns nicht, sondern gehen da ganz, ganz nüchtern mit um. Nach mehr streben, der Aufstieg in die zweite Liga wäre da ein großer Schritt. Namir Shahbozadeh, 24 Millionen wären es in der zweiten Liga. Worauf würden Sie erstmal die Prio legen? Eine gute Kaderplanung auf jeden Fall, dass man sich auch dementsprechend verstärkt. Aber jetzt zu philosophieren, zu gucken, was man hätte tun wollen oder könnte tun, bringt nichts. Wir müssen das Spiel gewinnen. Wie sieht es denn aus bei Bamuaka Simakala und auch Sven Köhler? Wir sind mit den Jungs und ihren Beratern im guten, im offenen Austausch. Jeder weiß, woran er ist. Und dann werden wir nach dem Jahr oder nach der Saison dann schauen, wie die eine oder andere Entscheidung dann auch ausfällt. Wir haben Marc Haider gesehen, der wechselt in die Geschäftsstelle. Was werden da seine Aufgaben sein? Ja, ich glaube, grundsätzlich wird er erstmal ein Trainee machen, dass er in alle Bereiche mal reinschnuppert und sich auch mal einen Überblick verschafft und am Ende guckt, in welche Richtung er dann auch gehen möchte. Amir Shahbozadeh, vielen Dank an dieser Stelle und wir sprechen uns nach der Sendung gleich nochmal weiter. Jetzt höre ich gerade, dass Ben Wozny Lothar Ganz, also Mr. VfL, an seiner Seite hat. Er war tatsächlich schon alles beim VfL, Spieler, Trainer, Sportdirektor, Geschäftsführer und. Lothar Ganz, Sie haben schon so viel erlebt mit diesem Verein. Sind Sie noch ganz cool oder leiden Sie gerade eher mit Ihrem Verein? Ja, beides. Ne? Wir sehen es gerade in der ersten Halbzeit, wie schwierig das Spiel wird. Ja? Wir haben eine klasse Mannschaft mit Dortmund. Wir müssen auch kontrolliert angehen. Aber ich denke, jetzt, zweite Halbzeit, müssen wir nachher all in gehen. Und dann mit diesem tollen Publikum wird es dann sicherlich auch noch passen. Ganz kurz, gucken Sie auf die Ergebnisse oder lassen Sie die weg? Ja, ich habe sie bis jetzt weggelassen, aber man kriegt ja immer was zugeflüstert. Ne? Aber gut, wir müssen auf uns schauen und vertrauen auch auf unsere Mannschaft und jetzt auf unser Publikum und dann werden wir es noch mal schaffen. Herzlichen Dank, Lothar Ganz. Ich hoffe, Sie können die zweite Hälfte genießen. Und das gilt auch für Sie zu Hause, die zweite Hälfte jetzt mit Petr Kalasch. Ja, vielen Dank. Ein paar Sekunden haben wir noch Zeit und für alle, die da vielleicht auch später eingeschaltet haben und nicht so ganz auf dem Stand sind. Also, na klar, der VfL Osnabrück hat es in der eigenen Hand, aber wichtig sind die Ergebnisse trotzdem auf den anderen Plätzen. Und Wien Wiesbaden führt 1:0 gegen Halle. Dresden gegen Oldenburg 1:1. Saarbrücken führt gegen Viktoria Köln. Das hieße, Stand jetzt, das Team von Tobias Schweinsteiger wäre raus aus dem Aufstiegsrennen.
wäre nur noch auf Rang 5. Wien Wiesbaden wäre der direkte Aufsteiger. Saarbrücken vorbei auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Osnabrück nur noch Fünfter. Das hieße Verbleib in der dritten Liga. Aber es kann und es wird sich vermutlich noch ganz, ganz viel ändern. Darüber haben wir eben auch mit Tommy Reichenberger in der Pause noch mal gesprochen. Was ist jetzt gefragt, Tommy? Mehr Mut, mehr riskieren? Ja, auf jeden Fall. Im Laufe des Spiels oder in der zweiten Halbzeit müssen sie das Visier ein kleines bisschen öffnen. Bisschen am Ende dann alles noch mal reinwerfen. Ich denke trotzdem, dass man noch so weit kontrolliert bleiben sollte. Weil wir haben gesehen, dass Dortmund einfach stabil ist, stark steht. Auch bei Standards einfach dagegen hält, sehr, sehr schnell nach vorne spielen. Und von daher wäre es natürlich schwierig, wenn du dann auch noch 1-0 zurücklegst. Aber den Jungs da unten in Lila-Weiß traue ich auch das zu, dass sie dann nochmal irgendwie zurückkommen. Absolut. Und sobald hier ein Tor fällt, dann hat das auch ganz große Auswirkungen auf die Tabelle. Kunze, Niemann, geht schon mal gut los, schwungvoll in dieser zweiten Hälfte. Leichte Probleme da auch beim Keeper. Und das ist natürlich auch eine andere Situation hier an diesem letzten Spieltag für den VfL Osnabrück, der seit Wochen, ja seit Monaten auf der Überholspur ist und aufgeholt hat, immer was zu gewinnen hatte und heute natürlich vor diesem Spieltag auf der Pole Position war und erstmals im Prinzip, wenn man so will, was zu verlieren hat, obwohl man sagen muss, dieser VfL kann eigentlich gar nichts verlieren. Nochmal zur Erinnerung, Anfang November waren die Lila-Weißen Tabellen 15. in akuter Abstiegsgefahr. Tobias Schweinsteiger hatte ja erst nach 7 oder 8 Spieltagen das Team übernommen von Daniel Scherning, ist dann auch mit einer Niederlage in Oldenburg gestartet, hat dann erst sein Team formen können, auch in der Winterpause da an der Fitness gearbeitet, in Automatismen gearbeitet, das hat dann alles gefruchtet und sukzessive sind die Osnabrücker in der Tabelle, haben sie sich nach vorn gearbeitet und sich erst diese tolle Ausgangssituation selbst geschaffen. Also das ist aller Ehren wert, was der VfL hier geleistet hat. Bei alledem, was hier heute kommt, sollte man das nicht vergessen. Und na klar werden die Osnabrücker das jetzt auch mitbekommen haben. Die Spieler, den ein oder anderen Zwischenstand, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das heißt aber noch lange nicht, jetzt ab der 46. Minute alles aufzumachen. Das können die Osnabrücker später immer noch. Und wie gefährlich die Dortmunder sind, haben sie ja schon gezeigt mit den größeren Chancen. Jetzt schon wieder ganz starke Ballannahme und drin ist er. Führung Dortmund. Jimmer, der Top-Torschütze. 13. Saisontreffer durch die Leihgabe von Werder Bremen. Und jetzt ist es hier natürlich mucksmäuschenstill erstmal. Jimmer, der Hamburger Junge, schockt das Team von Tobias Schweinsteiger. Dieser lange Ball, dann diese ganz starke Ballannahme. Rechts gestoppt, links ins lange Eck. Kühn da chancenlos, aber das geht natürlich fast ein bisschen zu schnell. Mit einem Ball das komplette Mittelfeld, die Defensive der Osnabrücker ausgehebelt. Das ist natürlich jetzt ein Schock für die Osnabrücker. Tommy Reichenberger, schlechter kann der VfL natürlich nicht starten. Ja, das ist richtig. Das tut natürlich jetzt erstmal weh. Auf der anderen Seite, manchmal musste vielleicht auch so wirklich geweckt werden. Ja, wie gesagt, jetzt gibt es gar keinen Zurück mehr. Jetzt musst du auf jeden Fall in jeden Zweikampf springen. Jetzt musst du davor, jetzt musst du das Ding umbiegen. Jetzt wird hier auch gerade ein Zeichen gesetzt. Okay, hoffentlich kann der Junge weiterspielen, aber du musst trotzdem zeigen, dass du jetzt nicht ab, ja, alles hergibst, sondern dass du dagegen hältst. Absolut, das hat Simakala da gerade gemacht, sich auch die gelbe Karte eingefangen. Aber ja, klingt jetzt ein bisschen komisch. Das ist natürlich ein Schock und das wirft auch alles ein bisschen durcheinander, dieses 0:1. Aber gerade jetzt vielleicht mal diese taktischen Fesseln loszulassen, kann ja dem VfL möglicherweise jetzt auch noch
gut tun, ne? Zu wissen, jetzt geht nur noch Offensive. Manchmal löst das Blockaden, sehe ich genauso. Wie gesagt, nicht, dass man sich das gewünscht hätte. Ganz im Gegenteil, es dürfte auch 2-0 für uns stehen. Aber ja, Fakt ist, jetzt gibt es gar kein Zurück mehr. Jetzt gibt es nur eine Richtung. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Jungs eine Reaktion zeigen. Absolut, danke Tommy. Und wir schauen gleich mal gespannt, wenn an der Blitztabelle gebastelt wird, welche Auswirkungen das dann jetzt hier um die 50. Minute hat in dieser dritten Liga. Also nochmal, Elversberg bereits aufgestiegen, interessiert uns nicht. Genauso wenig wie Tabellenzweite Freiburg, zweite Vertretung, die dürfen nicht aufsteigen als zweite Mannschaft. Heißt, Stand jetzt, direkter Aufsteiger wäre Wien Wiesbaden. Das führt 1-0 gegen Halle. Saarbrücken auf dem Relegationsplatz. Dynamo Dresden jetzt auch vorbei an den Osnabrückern. Und der VfL fällt zurück von 3-6. Wäre Stand jetzt nach gut 50 Minuten raus aus dem Aufstiegsrennen. Traoré. Zu dicht vors Tor gezogen. Omar Traoré, gebürtiger Osnabrücker, groß geworden hier auch im Nachwuchsleistungszentrum. Das ist die Bank der Osnabrücker in der Mitte dabei. Tim Danneberg, der Co-Trainer, der Mann der Standards. Vielleicht kommen die ja heute noch zum Trag. Sven Köhler, die Körpersprache, die stimmt auf jeden Fall, wenn auch nicht die Präzision, gerade in den Pässen. Aber es gilt, sich jetzt reinzuarbeiten für den VfL. Tatamusch. Kunze. Michel mit dem No-Look-Pass. Haben natürlich jetzt alle Zeit der Welt, können die Kugel sich hin und her schieben. Der Kapitän, Pfanne. Bueno, der linke Verteidiger. Philipp Kühn. Klar gilt es jetzt erstmal, sich ein bisschen zu sortieren, das erstmal zu verdauen, zu verarbeiten, diesen Rückstand aber doch bitteschön nicht allzu lang aus Sicht der Osnabrücker. Die, und daran sollten Sie sich erinnern, das Top-Team sind in der dritten Liga in diesem Kalenderjahr. 45 Punkte geholt aus 20 Spielen. 12 mehr als der Aufsteiger, der feststehende Elversberg. Also die Osnabrücker, das ist kein Zufall, die können was. Das müssen sie jetzt abrufen. Aber aufpassen in der Rückwärtsbewegung. Kempfi, der Innenverteidiger, wird sich jetzt häufiger vor mit einschalten. Simakala, der wird ganz schwer zu halten sein, egal in welcher Liga, da müssen wir uns nichts vormachen. Da wird es viele, viele Angebote geben und gegeben haben. Die Gerüchteküche, die brodelt. Holstein Kiel soll da im Rennen sein. Heidenheim. Der Vertrag von Simakala definitiv läuft aus, aber ein Aufstieg in die zweite Liga, das wäre die Chance, ihn noch zu halten. Eberwein. Sie ist zwar jung, die Truppe der Dortmunder, aber natürlich haben die auch drei Spieler über 23 dabei. Engelhardt, die über eine Menge Routine verfügen und auch viele der jungen Spieler mit viel Erfahrung. Engelhardt. Ja, so ist das auch in so einer Konferenz. Da sind wir hier gerade alle aufmerksam geworden, weil wir gehört haben, Wien hat ein Tor kassiert. Das wurde wieder einkassiert. Also es bleibt bei der Führung von Wien Wiesbaden gegen Halle. Ich denke mal, je länger diese Partie dauert, je mehr es in Richtung Schlussphase geht, umso hektischer wird das Ganze. Wir versuchen das hier alles zu kanalisieren, ihn aufzubereiten, auch immer wieder in der Blitztabelle. Dieses Aufstiegsrennen, das spannendste möglicherweise, das es je gegeben hat in der dritten Liga zwischen vier Teams,
die am letzten Spieltag noch direkt aufsteigen können oder in die Relegation kommen können. Klar gibt es da viele Fragezeichen in den Gesichtern der Osnabrücker. Das ist einfach ein harter Brocken heute, diese Dortmunder Borussia. Immerhin Siebter in der Rückrundentabelle. Nur eine Partie verloren aus den letzten 10. Den Klassenerhalt schon sicher habend, insofern ihr befreit auch spielen könnt. Aber die Fans sind da an der Bremer Brücke, nicht anders zu erwarten. Knapp 16.000, die machen hier richtig Alarm, peitschen ihr Team nach vorne. Weil am Ende könnte auch ein Unentschieden weiterhelfen. Morsch, oh, Kühn da, das war eine unglückliche Fußabwehr von Philipp Kühn. Auf Kosten eines Eckballs hätte es zumindest mal ein Seitenaus schaffen sollen, Philipp Kühn, oder besser noch die Hände zur Hilfe nehmen. Denn Standards, gar keine Frage, vor allen Dingen über den Spezialisten Michel, der sich da den Ball jetzt holt. 4 Tore hat er schon erzielt. Sind immer wieder gefährlich bei der Dortmunder Borussia. Und jetzt hören Sie schon, es wird laut hier im engen Rund hier in Osnabrück, denn Marc Heider macht sich bereit zur Einwechslung. Aber jetzt erstmal der Eckstoß von Michel. Scharf getreten da. Bermann dazwischen. Gefahr noch vorhanden. Jinma, der Torschütze. Bueno. Papadopoulos. Da ist, machen wir uns jetzt nichts vor, auch Verunsicherung zu spüren bei den Osnabrückern. Gerade in der Defensive haben sie Probleme, sich da richtig und anständig zu befreien. Gibt es wieder Unmut ob einer Schiedsrichterentscheidung, aber die können wir jetzt hier auch nicht alle diskutieren, genau wie dieses vermeintliche Handspiel vorhin. Jemfi, ist ja klar, sobald da ein Arm oder ein Ball an der Hand ist, wird jetzt immer geschrien. Das ist in jedem Stadion der Welt so, dadurch, dass diese Handregelung auch so kompliziert ist, auch für die Unparteiischen, gibt es da mal Spielraum. Niemand. Simakala gut gelöst, Traoré. Da wird wieder Hand geschrien. Also ist natürlich auch nicht einfach für das Schiedsrichtergespann. Jeder Ball, der da irgendwie an irgendein Körperteil kommt, wird sofort Hand geschrien. So, jetzt hat er noch eine gute halbe Stunde Zeit, der Marc Heider mit seinen 37 Lenzen, der Uldi. Wir haben es vorhin erwähnt, der verabschiedet wurde hier in seinem letzten Spiel an der Bremer Brücke, vielleicht noch zum Helden zu werden. Tommy Reichenberger, 37 Jahre, na klar, Marc Heider, der ist natürlich nicht mehr der Schnellste, das ist logisch, aber für eine halbe Stunde reicht es natürlich auch mit der Luft. Was wäre das für ein Ding, wenn der hier zum spielentscheidenden Mann werden würde? Ja, das wäre natürlich das absolute I-Tüpfelchen für so eine Karriere, für so einen Fußballgott hier in Osnabrück. Ist auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung von Tobias Schweinsteiger, jetzt auch der Mannschaft nochmal zu zeigen, hier, jetzt kommt Marc rein, jetzt wird nochmal alles rumgerissen und der wird auch ganz sicher sich alles aufreißen, was er sich nur aufreißen kann. Aber ich meine, Tobias Schweinsteiger, der macht hier keine Geschenke und sagt, pass mal auf, der Marc Heider, der darf hier nochmal ran. So, mal, da ist auch eine Idee dahinter, weil der Marc Heider eben was bewegen kann. Was könnte er jetzt bewegen?
Ja, genau, das ist definitiv eine Idee dahinter. Das ist ein ganz klares Zeichen jetzt an die Jungs hier. Jetzt kommt noch einer, der uns da alle noch mal mitnimmt. Der Marc kann das. Wie gesagt, ob der jetzt alles zelebriert und noch 8 Tore macht, lassen wir offen. Aber der wird auf jeden Fall was bewegen. Und wenn er wirklich derjenige ist, der am Ende noch sich das Krönchen aufsetzt, dann unterschreiben wir das. Wir verfolgen es. Freistoß jetzt über Simakala. Heute auch noch nicht ganz so in der Partie, wie wir das gewohnt sind von ihm. Der Topscorer der Osnabrücker. Jetzt müssen wir wieder aufpassen hier über diesen Umschaltmoment. Das ist das Spiel der Borussen. Aus dieser stabilen Defensive wieder so ein Flüchtigkeitsfehler jetzt von Jepfi. Da merkt man, dass das eine komplett andere nervliche Belastung jetzt auch ist hier. Traoré. Aber es fehlt nach vorne hin auf die Anspielstation. Kleineinsel. Der Wille, der ist ihnen auf keinen Fall abzusprechen, die Lilia Weißen, gar keine Frage. Aber es fehlt die spielerische Lösung, die Idee. Sehr viel quer gespielt, weil das Zentrum auch dicht ist. Viel auch über die Außen. Mal aus der zweiten Reihe jetzt. Köhler, der kann's doch. Simakala. Der letzte Pass. Der fehlt. Köhler beim Einwurf. Nimmt da Traoré mit. Müsste einen Eckstoß geben. Gibt's für den VfL, der in dieser Statistik jetzt weit vorn liegt nach einer guten Stunde. Der Rückstand, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nach wie vor 0:1 durch diesen frühen Treffer zu Beginn der zweiten Hälfte durch den Topstürmer Jin Ma. Lässt erst einmal die Aufstiegshoffnung der Osnabrücker platzen, aber es ist noch Zeit, eine halbe Stunde. Eckstoß, Kleineinsel. Simakala, Traoré. Eigentlich eine gute Position, bekommt er nicht richtig Druck hinter den Ball. Also keine weiteren Veränderungen auf den anderen Plätzen. Nach wie vor die Führung für Wien Wiesbaden gegen Halle. 1:0. Dynamo Dresden gegen die Niedersachsen Oldenburg, den bereits feststehenden Absteiger. 1:1, aller Ehren wert, was die Oldenburger da leisten in Dresden und Saarbrücken, führt gegen Viktoria Köln 2:1. Also der VfL muss was tun, ein Tor muss her. Bueno hat da reichlich Platz. Niemand macht den Weg zurück. Jin Ma, der schnelle Mann, der schnellste, einer der schnellsten dieser dritten Liga. Kaufoption nicht gezogen. Der Dortmunder Borussia war ihnen dann doch ein bisschen zu teuer, was Werder Bremen da aufgerufen hat. Aber dieser Jin Ma, der hat gar keine Frage Potenzial für die zweite, wenn nicht sogar für die erste Liga. Hab da mit dem Nachwuchsleiter von Borussia Dortmund noch lange sprechen können. Otto Addo sieht da großes Potenzial. Aber die Konkurrenz gerade bei Borussia Dortmund in der ersten Mannschaft ist natürlich im Offensivbereich riesengroß. So, Eckstoß jetzt. Michel. Abstoß geht jetzt tatsächlich auch hin und her. Torraum 10 auf beiden Seiten, ist aber logisch. Je länger dieses Spiel dauert, desto mehr müssen die Osnabrücker auch öffnen, sich offensiver orientieren. Zur Erinnerung, in Marc Heider ist ja ein Offensivspieler reingekommen und Kunze, einer aus dem zentralen defensiven Mittelfeld, quasi geopfert worden. Köhler. Hansel macht da Druck über die linke Seite.
Tommy Reichenberger, unser Experte hier und heute in seinem lilanen Trikot, die Legende in Osnabrück. Was muss der VfL besser machen? Das Bemühen kann man der Mannschaft ja nicht absprechen, aber es endet so meist an und um den 16er. Da fehlen dann doch die Ideen. Was muss besser werden? Ja, ist richtig. Also man sieht, dass das jetzt die Körper, die Köpfe ein bisschen gelähmt wirken. Man muss das erst verarbeiten. Man hat sich das bestimmt ein bisschen anders vorgestellt und dennoch ist noch genug Zeit. Jetzt bedarf es wirklich Charakter und Charakterköpfe. Einer ist gerade reingekommen. Es gibt noch zwei, drei andere im Team. Oder letztlich hat jeder seinen Teil zu beigetragen. Aber da bedarf es wirklich dann diesen drei, vier besonderen Typen, die jetzt was reißen. Und ja, von daher, da muss einer das Heft jetzt in die Hand nehmen und unbedingt wollen und alle anderen wieder mitziehen. Aber mal abgesehen davon, wie das hier heute auch ausgeht, um das alles mal einzuordnen, was der VfL da in dieser Saison, vor allem in der Rückrunde, geleistet hat, das ist schon aller Ehren wert, oder? Also wer hätte damit gerechnet? Absolut, das ist richtig. Ich habe Michael Welling mich letztens ausgetauscht und er hat auch gesagt, egal wie die Saison ausgeht, wir haben super Tolles geleistet hier. Wir sind an diesem Spieltag, haben wir es sogar noch in der Hand, können aufsteigen. Wäre natürlich toll, top, wenn das i-Tüpfelchen käme. Aber was hier beim VfL entstanden ist in den letzten Monaten, Jahren, das ist besonders und da kann man einfach drauf aufbauen. Da ist nicht alles kaputt. Abseits, die Fahne ist oben. Marc Haider, das wäre das Ding, hat der eine oder andere hier noch nicht mitbekommen. Haben wir natürlich vom Reporterplatz hier bestens im Blick den Schiedsrichterassistenten, der sehr früh angezeigt hat, dass Marc Haider da in der verbotenen Zone stand oder beziehungsweise lief bei der Ballabgabe. Sie wissen es vielleicht natürlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kein Kölner Keller in der dritten Liga, kein Videoassistent, um das hier alles nochmal aufzuarbeiten. Müssen wir uns sowohl auf die Entscheidung der Unparteiischen verlassen, als auch auf unsere Bilder. Haben natürlich hier keine kalibrierten Linien zur Verfügung, wie Sie das aus der ersten Liga kennen oder aus der zweiten. Tesche mit der Reingabe. Da fliegt sie Makala durch den Strafraum. Haider. Und wieder gibt es Unmut. Da wird wieder Strafstoß gefordert. Simakala liegt da rechts am Beltran noch im Strafraum. Spiel läuft aber weiter, nicht unterbrochen. Das kann der Schiedsrichter machen. Muss der Gegner nicht. Hartes Einstein gibt gelbe Karte für Kleinhansel. Gar keine Frage. Korrekte Entscheidung. Wir sind aber gespannt auf die Zeitlupe nach diesem Einsteigen gegen Simakala. Hier, das Einsteigen von Kleinhansel, gar keine Frage. Korrekterweise eine gelbe Karte. Und jetzt macht er sich kundig, der Schiedsrichter. Unmut auch. Eine sehr totale Einstellung in dieser Slow Motion und die geben auch nicht immer richtig Aufschluss, so eine Zeitlupe mit Tommy Reichenberger. Wie haben Sie es oder würden Sie es beurteilen, diese Szene, das Einsteigen hier? Ja, er wirft sich schon selbst auch ein bisschen rein, aber es ist ein gutes Zeichen, er will was erreichen. Ne? Man wollte es jetzt mal erzwingen und von daher, diese Dinge, die müssen Sie jetzt auch tun. Vielleicht haben Sie das Glück, dass es am Ende wirklich mal zum Elfer oder zu einer guten Situation reicht. Aber genau das bedarf es jetzt, dass du das unbedingt wollen musst. Und da erwarte ich auch von genau diesen Typen, von Simakala, von Haider, die Offensivkräfte, die müssen jetzt irgendwas reißen. Und dann geht hier in Osnabrück alles. Ja, Simakala geht da hoch, steht da auch in der Luft, bekommt dann so einen ganz, ganz leichten Schubser, der in der Luft natürlich Auswirkungen hat. Aber wie heißt es das so schön in der Reportersprache, reicht nicht für einen Elfmeter. Oder so sagen es die Unparteiischen. Hätte es jetzt hier in Kölner Keller gegeben, wäre es wahrscheinlich keine klare Fehlentscheidung, oder? Ja, wahrscheinlich schon nicht. Als Stürmer hätte ich den wahrscheinlich auch gewollt. Und vielleicht kam es ihm auch so vor, dass er da umgerammelt wurde. Von uns aus, ja, glaube ich auch, ist es kein glasklarer. Immerhin fair, das sagt ein Lila-Weißer, tief im Herzen, das ist in Ordnung. Simakala mag sich da möglicherweise wehgetan haben, vor allem natürlich aus der Höhe beim Aufkommen. Hoffen wir mal, dass es für ihn gleich weitergeht. Der Mann, der so wichtig ist. Unterdessen gibt es da auch einen Wechsel. Reingekommen ist Otuali
bei der Dortmunder Borussia. Und wir schauen weiter auf Bamuaka Simakala. 18 Tore erzielt, 10 Vorlagen gegeben. Der absolute Shootingstar in dieser Saison. Der sogar mal Bundesliga-Luft geschnuppert hat, noch für Borussia Mönchengladbach durfte er mal ein paar Minuten ran. Ein paar Jahre ist das schon her, 2017 war das. Dann ging es erstmal wieder ein bisschen bergab. Über Rödinghausen ist er dann zum VfL gekommen. Tobias Schweinsteiger hat da seine Stärken erkannt, gibt ihm sehr, sehr viel Freiraum. Bindet ihn da taktisch nicht so sehr, sondern wie sagte Simakala selbst, er ist ein Freigeist auf dem Feld. Und selbst wenn es nicht mal so funktioniert über einen längeren Zeitraum, nimmt ihn der Trainer, anders als möglicherweise sein Vorgänger, nicht immer gleich runter. Hofft dann eben auf diese individuelle Klasse. Wie zuletzt in Köln bei der Viktoria, als er eine Traumvorlage gab zum 2:0. Und wir schauen jetzt mal, für Sie nicht zu sehen. Simakala steht schon wieder, geht auch schon wieder. Während die Kollegen da riskantes Spiel hinten vor dem eigenen 16er machen. Aber schauen Sie mal, wie hoch die Borussen auch anlaufen. Die haben hier natürlich so richtig Lust, diese Aufstiegsparty hier zu crashen. Traoré. Kommt er da mal vorbei an Bueno und diesen 1-gegen-1-Duell immerhin holt er den Eckball raus. Also sie investieren jetzt immer mehr. Die Osnabrücker werden immer offensiver. Nächster Eckstoß, Simakala auch wieder dabei. Ordnet sich da ein im Strafraum in Erwartung dieses Eckballs von Florian Kleinhans. Boah, auf der Linie da gerettet der Borussen. Das war wieder eine Variante, wie auch zuletzt. Auf den ersten Pfosten scharf getreten. So, jetzt müssen sie schnell wieder hinter den Ball, sonst ist es eine Überzahlsituation für die Borussen. Bueno bekommt da noch. Müssen sie einfach riskieren, die Osnabrücker, gar keine Frage. So, wenn sie in den vergangenen Minuten auch die Blitztabelle irgendwie vermisst haben, haben wir nicht eingeblendet, weil sich auf den anderen Plätzen bisher nichts weiter getan hat. Das heißt aber für die Osnabrücker, sie müssen was tun. Stand jetzt reicht noch nicht mal ein Unentschieden, um überhaupt den Relegationsplatz zu erreichen. Stand jetzt wäre der VfL Sechster. Und wäre, das kommt auch noch dazu, nicht mal für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Aber das ist jetzt erstmal eine Nebensache. Weiter die Spielstände. Wiesbaden führt, kann ich Ihnen jetzt erzählen, in Erwartung dieses Freistoßes von Michel. Wiesbaden, die ja vor diesem Spieltag punktgleich waren mit den Osnabrückern. 1:0 gegen Halle. Dresden weiter 1:1 gegen Oldenburg. Saarbrücken führt 2:1. Prüft er seinen eigenen Keeper. Kühn hat aufgepasst. Saarbrücken 2:1 gegen Köln. Wien Wiesbaden wäre damit durch. Saarbrücken in der Relegation, aber es ist noch Zeit. Nicht mehr viel. Köhler. Und was Mut macht und Hoffnung macht. Der VfL ist topfit. Wieder der Schrei nach dem Handspiel. Das hätte dann einen Freistoß aus aussichtsreicher Position gegeben. Für den VfL. Spiel läuft weiter über Jempfi, Kleinhansel, Beermann. Tesche, er auch einer, der das Heft des Handelns jetzt in die Hand nehmen muss. Robert Tesche, dieser erfahrene Mann.
Eberwein. Gemar, der Torschütze. Wieder Eberwein im Versuch da des Doppelpasses. Engelhardt hilft da hinten mit aus. Dem kann es gar nicht schnell genug gehen. Klar regt sich da jetzt was auf der Bank der Osnabrücker, die auch schauen müssen, was sie da noch an Angriffsoptionen haben. Felix Siegel zum Beispiel. Oliver Wehling macht sich da offenbar auch bereit. Wehling und Rohrig kann ich da sehen. Rohrig ja zuletzt getroffen als Joker in Köln. Köhler. Simakala kommt da nicht durch. Aber diesen Druck, den müssen sie aufrechterhalten, die Osnabrücker. Da merkt man, dass diese Abwehr, diese Defensive verwundbar ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Borussen da schwimmen, aber die haben schon arge Probleme, wenn der VfL den Druck erhöht. Freistoß entschieden da. Klar, keine Absicht, aber trotzdem trifft der Stürmer da Kleinhansel. Der zu Fall kommt. Gute, aussichtsreiche Position. Kleinhansel, der von beiden Seiten ja alle Standards für den VfL schießt. Vielleicht der jetzt. Wäre ein guter Zeitpunkt. Viertelstunde vor dem Ende. Kleinhansel. Traoré trifft da nicht voll. Trotzdem eine gute Phase, ganz nach dem Geschmack von Tommy Reichenberger. So muss es jetzt gehen, oder? Auf jeden Fall, genau. Auch wie Kleinhansel sich gerade reinwirft. Ob das jetzt ein zwingender Freistoß war, lassen wir auch kurz offen. Aber den nehmen wir mit. Genau, das brauchen sie jetzt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt gibt es noch mal zwei Ansagen von draußen, um noch mal ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Frische reinzukriegen. Vielleicht reicht es mit den beiden Jungs. Obwohl in Niemann ja eine Offensivkraft geht und auch Traoré verlässt das Feld, genau. Das können die neuen neue Impulse, für genau. Impulse bringen. Rohrig hat zuletzt getroffen in Köln. Richtig, der geht mit einem guten Gefühl sicherlich in so ein Spiel rein jetzt und will auch noch mal was zeigen. Von daher, also wie gesagt, die Jungs reiben sich auch auf. Da sieht man, alle beiden Teams geben alles nach wie vor auch, was Dortmund hier, wie die sich pushen, die Jungs. Die jubeln bei jeder positiven Aktion. Also ist bemerkenswert, tut dem VfL gerade weh. Aber wie gesagt, wir haben noch mindestens 20 Minuten, behaupte ich jetzt mal. Und von daher, hier sind schon einige Wunder geschehen. Absolut, wer die Bremer Brücke kennt, der weiß, hier ist immer alles möglich. Erinnern wir uns mal an das erste Saisonspiel hier Freitagabend. Saisoneröffnung gegen Duisburg, lange 0-0. Und dann traf Sven Köhler aus 25 Metern mit einem Traumtor in den Winkel. Warum nicht auch heute? Aber nochmal, bleibt es bei den Ergebnissen auf den anderen Plätzen, dann reicht kein Unentschieden. Dann muss ein Sieg her. Was ist das für eine Spannung hier in dieser dritten Liga? Die Abstiegsfrage, die ist geklärt. Aber da oben ist es sowas von eng. Elversberg durch, Freiburg 2. Uninteressant, da die Breisgauer nicht aufsteigen können. Wien, Wiesbaden war vor dem Spiel punktgleich mit Osnabrück. Jetzt auf dem direkten Aufstiegsplatz. Saarbrücken hätte Stand jetzt die Relegation sicher. Dynamo Dresden, Fünfter Osnabrück. Sechster Köhler. Engelhardt, Verzeihung. Ballklau da mit Armeinsatz von Simakala. Und das war eine dicke, dicke Chance für Erik Engelhardt. Letzten 11 Spiele ohne Tor wären wirklich guter Zeitpunkt, das zu ändern.
Trotzdem, Tommy Reichenberger. Stürmer werden natürlich so oft an Treffern und Vorlagen gemessen, aber nichtsdestotrotz ist der Erik Engelhardt, hat eine gute Entwicklung genommen, ist auch so ein wichtiger Spieler, weil er Spieler bindet, oder? Absolut, genau. Das eine oder andere Spiel habe ich live sehen dürfen und ich habe auch immer wieder letztlich bewundert, wie er auch die Wege vorne aufreißt, wie er nachgeht, wie er die Abwehrspieler beschäftigt und dann kann auch mal ein Zweiter oder aus der zweiten Reihe einer kommen und sagen Danke, dann schießt er halt die Tore. Also das zeichnet auch ein Team aus. Und ein paar Tore hat er auch gemacht. Er hat ja eine geile Serie gehabt zwischendrin. Gerne auch heute noch mal. Ja, vielleicht ja jetzt. Felix, schöne Reingabe. Aber die Schlagzahl erhöht sich hier. Das war Wehling, Entschuldigung. Geht es mir auch ein bisschen durch. Die Reingabe von Rohrig war das. Co-Produktion der beiden Joker, die eben reingekommen sind. Das wäre ja ein glückliches Händchen gewesen hier von Tobias Schweinsteiger. Der hier einen fantastischen Eindruck hinterlassen hat, während der Topstürmer der Gäste, Jin Mada, behandelt wird. Sehr viel gelaufen ist, möglicherweise dann Krampf hat. Danach sieht es aus. Im Team hier von Jan Zimmermann, der zusammen mit Tobias Schweinsteiger übrigens mal in Lübeck gespielt hat. Auch schon ein paar Jährchen her. Beinahe von der Regionalliga aufgestiegen wäre. Aber das ist Vergangenheit. Interessiert uns jetzt nur peripher. 10 Minuten noch. Plus Nachschlag. Und sollte der VfL hier noch was reißen, hier die Wende schaffen und den Aufstieg schaffen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da gibt es hier ordentlich Sendezeit im Anschluss. Aber dazu muss der VfL jetzt erstmal performen und das Ding hier noch drehen. Wer weiß, was auf den anderen Plätzen passiert. Vielleicht reicht ja ein Unentschieden, Stand jetzt nicht. Also das ist wirklich bemerkenswert. Kein Gegner hier in der dritten Liga in diesem Aufstiegsrennen der Aufstiegsaspiranten scheint irgendwas herzuschenken, weil auch in Wien, Wiesbaden ist es ganz, ganz eng, hauchdünn, führen die Wiesbadener da 1:0 gegen Halle, für die es ja auch um nichts mehr geht. Die sind schon gerettet und die Oldenburger aller Ehren wert halten ein 1:1 beim eigentlichen Topfavoriten Dynamo Dresden. Und auch die Viktoria aus Köln bemüht sich knapp zurück in Saarbrücken. Während Marc Heider hier drauf und dran ist, möglicherweise den Ausgleich zu erzielen. Was wäre das für ein Ding für den 37-Jährigen, der sich so identifiziert mit den Lila-Weißen. Eine gefühlte Ewigkeit hier ist, seit 2016, davor aber schon mal gespielt hat in Osnabrück. Bermann, na klar, jetzt auch mal lang das Mittelfeld überbrücken. Die Zeit läuft allmählich davon. Boah, ist ja schnell, bekommt er noch der neue Mann. Utuali, Michel. Jetzt irgendwie zu erzwingen, irgendwie in Tornähe zu kommen. Haben auf jeden Fall Schwung gebracht auf der rechten Seite, die beiden Neuen, Rohrig und Wehling. Bahnt sich noch ein Wechsel an beim VfL, Wiemann. Für noch einen defensiven Mittelfeldspieler, Sven Köhler, wird das Feld verlassen. Okay.
Bin ich gespannt, ob der Niklas Wiemann auch so performen kann wie beim letzten Heimspiel hier gegen die Meppner, das ja nur 2:2 endete, aber Wiemann da mit dem Kopfballtreffer erfolgreich war. Daran erinnert sich Tobias Schweinsteiger natürlich. Jetzt gibt es hier eine kleine Wechselorgie, weil auch die Borussen tauschen wollen. Mario Suva neu in der Partie für Eskan, wenn ich das richtig deuten kann. Den rechten Verteidiger. So, nächster Eckstoß rausgeholt. Von Rohrig habe ich anders gesehen. Von hier kann mich aber natürlich auch täuschen, ob der Rohrig, der sich dann nicht beschwert, vielleicht sogar nach diesem Pressschlag noch mal dran war. Am Ball vermutlich. Vorteil für den VfL, Haider! Nicht genug Saft dahinter, hinter diesem Schuss war eigentlich eine ganz gute Position für den Linksfuß, Marc Haider. So, weiter die Spielstände, hat sich nichts verändert, insofern auch in der Blitztabelle nicht. Stand jetzt 4 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit, wäre Osnabrück abgerutscht von 3 auf 6. Damit wäre das Thema Aufstieg und auch Relegation erstmal erledigt. Aber noch bleiben ein paar Minuten Zeit. Wer weiß, was sich auf den anderen Plätzen noch tut. Vielleicht kann auch schon ein Punkt weiterhelfen. Stand jetzt müssten aber 3 her. Papadopoulos. Also ganz ehrlich, ich bin erstaunt über diese Dortmunder Borussia. Nicht, dass sie es nicht drauf hätten, aber wie die sich hier präsentieren. Die kämpfen um jeden Meter. Da hätte man vielleicht gedacht, der eine oder andere ist schon mit dem Kopf bei den Profis, bei den Feierlichkeiten am Borsigplatz. In der Viertelstunde geht's los in Dortmund gegen Mainz. Können die Borussen die Bayern ablösen als deutscher Meister? Scheint hier allen egal zu sein. Zu spannend hier dieses Aufstiegsrennen in der dritten Liga. Tesche, der läuft immer noch mit 36 Jahren heute an seinem Geburtstag. Und jetzt bekomme ich gerade die Kunde von unserem Redakteur Andreas Dietje. 2:1 Dynamo Dresden. Die Führung gegen den VfB Oldenburg verschlechtert die Lage für den VfL nochmal. Schauen wir uns gleich an in der Blitztabelle. Hier sehen Sie es. Natürlich die Osnabrücker weiter auf 6 und Dresden auf 5. Aber auch jetzt 2 Punkte vor die Dresdner. Das ist dann letztlich auch egal. Im Moment interessiert vor allem wen Wiesbaden und Saarbrücken und der VfL selbst. Die Fans nach wie vor da, peitschen ihr Team an. Wiemann gegen Bueno. Leichter Schubs da zurecht, nicht geahndet, gehört dazu. Machen viel Betrieb, die beiden Joker da. Tesche kommt nicht durch, fast alle Borussen hinten. Außer Oduali, der auf diesen alles entscheidenden Konter vielleicht wartet. Kopfball von Wiemann. Nächster Eckstoß.
Eine ganze Menge an Eckstößen. Jetzt kommt man mit dem 10 kaum mehr hinterher. 6:4 jetzt. Aber nach wie vor 0:1 der Spielstand. Ein Tor muss her für die Osnabrücker. Kleinhansel. Lotka, guter und aufmerksamer Keeper. Simakala. Der war auf die Tribüne und nicht in den Winkel, wie es sich die Osnabrücker gewünscht hätten. Aber es muss er halt riskieren. Also die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Sehen Sie oben an der Uhr, es gibt 6 Minuten Nachschlag. 6 Minuten noch die Chance. Hier was zu ändern. In diesem spannenden Aufstiegsrennen. Osnabrück hat bisher noch nicht geliefert. Die Konkurrenten alle schon. Als da wären Wiesbaden, Dresden, Saarbrücken. Alle zu Hause vorn, nur die Osnabrücker nicht. Was geht da noch? Duali, das ist ja genau dieser Ball, auf den er wartet. Aber gut zurückerobert von den Osnabrückern. Urich, einfach lang, rein da das Ding, Heider. Tommy Reichenberger, die letzten 5 Minuten hier. Irgendwann, wie ist das als ehemaliger Spieler, geht dann der Glauben auch nochmal vielleicht verloren? Nein, so ein Ding muss zu Ende gespielt werden. Wie gesagt, es gibt immer wieder besondere Geschichten. Die will man auch jetzt immer noch schreiben. Das sieht man auch den Jungs an. Die kämpfen bis zum letzten Tropfen und vielleicht darüber hinaus. Es muss jetzt irgendwie einer noch mal reinfallen, dass es nochmal doch eine Möglichkeit gibt. Aber heute ist es bislang noch nicht geschehen. Ja, weil das ist wirklich erstaunlich. Komplette Gegenwehr bei der Dortmunder Borussia. Kein Nachlassen, oder? Ja, absolut. Genau. Also nach wie vor pushen die Jungs sich bei jeder Szene. Die feuern sich an, die klatschen sich ab, holen sich noch gelbe Karten ab. Also ja, auf der einen Seite alle Ehrenwerte, auf der anderen Seite der VfL macht es genauso. Es ist jetzt nicht so, dass die Jungs nicht auch alles geben. Aber der Ball springt einfach noch nicht so vor die Füße, dass du mal einen reinstocherst. Und wenn der wirklich gleich noch fällt, dann bin ich auf die letzten Minuten gespannt. Absolut. Dann könnte es auch ganz schnell gehen. Mit einem Doppelschlag. Aber erstmal muss der Ausgleich her. Irgendwie erzwingen das Ding. Ruhig. Gibt Abstoß für den BVB. Simakala, ausgleich! 19. Saisontreffer von Simakala. Und jetzt tritt genau das ein, was Tommy Reichenberger eben prophezeit hat. Die Brücke bebt. Wunderbar angenommen, kurz gedreht und sofort gezogen, trifft er, super, nicht zu halten für Lotka, den so starken Keeper der Borussen. Und jetzt bin ich gespannt hier auf diese letzten 2,5 Minuten. Was geht da noch für den VfL? Stand jetzt muss ein Sieg her. Niemand, das Publikum ist da. Niemand. Für eine Szene jetzt hier. Das Team von Tobias Schweinsteiger ist da. Unfassbare Szene hier.
Was für eine Spannung in Osnabrück. Anderthalb Minuten noch. Wir schauen mal, wie sich das ausgewirkt hat. Weiter Osnabrück auf der 6, aber ein Tor noch und dann wäre zumindest der Relegationsplatz drin. Vielleicht sogar noch der direkte Aufstieg. Sie wissen es, die Tordifferenz zwischen Wien, Wiesbaden und Osnabrück wäre da entscheidend. Der Siegtreffer jetzt und dann müsste es sogar der direkte Aufstieg sein für die Osnabrücker. Lang und weit nach vorn. Was geht da noch für den VfL? Dann ist er! Der Wahnsinn hat einen Namen. VfL Osnabrück. Die Zuschauer schon jetzt auf dem Feld. Den liefern wir Ihnen nach, wenn sich das hier ein bisschen beruhigt hat. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Wien Wiesbaden, das Spiel ist beendet, 1:0. Bliebe es dabei, wäre der VfL aufgestiegen. Jetzt schauen wir uns aber das Tor nochmal an. Missverständnis. Und dann trifft er den ins lange Eck. War das Wehling? Tobias Schweinsteiger außer Rand und Band. Was ist hier los an der Bremer Brücke? 0:1 nach 90 Minuten. Auch nach 3 Minuten der Nachspielzeit. Dann der Ausgleich von Simakala und jetzt das Führungstor. Wahnsinn! Da sehen Sie es in der Blitztabelle. Wahnsinn, der VfL Osnabrück. Auf 3 wäre damit direkt aufgestiegen. Wiesbaden wäre in der Relegation, Saarbrücken und Dresden raus. Jetzt geht es hier noch die letzten Sekunden zu überstehen. Was für ein Tollhaus, diese Bremer Brücke. Was für ein Fußball. Und Tommy Reichberger hat es gesagt, in Osnabrück ist nicht Schluss, bevor abgepfiffen wird. Jetzt ist der Schlusspfiff. Osnabrück steigt auf. Und jetzt verstehen vielleicht Zuschauerinnen und Zuschauer, die ja noch nicht zu Gast waren, was es heißt, Fan des VfL Osnabrück zu sein. Tommy Reichenberger neben mir, komplett außer Rand und Band, pustet hier erstmal durch. Nochmal zur Erinnerung, die Osnabrücker waren ein Tor vor, punktgleich mit Wien Wiesbaden. Dabei ist es geblieben, weil Wien Wiesbaden 1:0 gewonnen hat gegen Halle. Und damit war natürlich zu rechnen, ist ja gar keine Frage, dass die Fans hier das Spielfeld stürmen. Also unfassbar, was hier auch in den letzten 25 Jahren ist an Herzschlagfinals gegeben hat. Aber das hier toppt ja eigentlich nochmal alles. Und Sie können es nicht sehen, neben mir Tommy Reichenberger als unser Experte und Co-Kommentator muss hier 1000 Hände abklatschen, weil alle ihm auch gratulieren und gar nicht hin
Wissen, mit ihren Gefühlen und ihren Emotionen. Tommy Reichenberger holen wir sie noch mal gern mit ins Boot. Jetzt konnten wir sie gerade anfangen. Diese Bilder, also Sie haben ja nun auch schon viel erlebt in Osnabrück. Aber das hier toppt nochmal alles, oder? Das toppt vieles und trotzdem, ich hatte es ja gerade noch gesagt, hier ist alles möglich. Man fängt, glaube ich, gerade an zu denken, ah, jetzt ist die Zeit weg, zwei schießen sie nicht mehr und die haben es drauf gemacht. Es ist einfach, sind genau die Geschichten, die es sein müssen und die Emotionen, die hier sind, Weltklasse. Inwieweit ist das eben auch dieser Mythos, ne? Osnabrück, Bremer Brücke. Ja, jetzt wird es gerade durchgesagt, dass der VfL ausgestiegen ist, jetzt wissen es auch alle Fans. Ja, man glaubt, man hält hier zusammen, wenn die Mannschaft Zeichen gibt an die Fans, an die Stadt, dann kommt das zurück und nur so entstehen diese Geschichten, also sensationell. Ja, das ist gehört in die Geschichte der größten Comebacks. Unfassbar, erinnert ja so ein bisschen, das liegt schon ein paar Tage her, war auch was anderes, Manchester United gegen Bayern München in der Champions League mal, aber schauen Sie sich diese Bilder an und natürlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gehen wir auf Stimmenfang, aber Sie sehen selbst, wie schwierig das jetzt ist. Wir müssen natürlich unsere Moderatorin Sina Braun und unseren Interviewer Ben Wozny erstmal irgendwo auch in Sicherheit bringen und versuchen dann natürlich die Stimmen einzufangen. Bleiben Sie dran, wir verlängern die Sendezeit bei uns, bekommen Sie alles serviert und wir freuen uns natürlich umso mehr, dass wir Tommy Reichenberger hier haben. Aber ich höre, wir haben schon mal zumindest Lothar Ganz am Mikrofon bei Sina Braun. Versuchen wir es mal. Sina, bitte. Danke, Paddy. Also die Bälle, die brechen hier absolut. Und Lothar Ganz kam in der 85. Minute zu uns und er war niedergeschlagen. Und wie haben Sie die letzten Minuten hier erlebt? Das war der Wahnsinn. Ach, ich muss fast heulen. Das ist Wahnsinn. Wir hatten also gedacht, jetzt war es das wieder. Denn in der 90. Minute und dass wir dann mit dem Unentschieden raus und dann noch mit dem Sieg. Das ist typisch Osnabrück. Wer das hier alles mal miterlebt hat, die Brücke, wie die jetzt brennt. Also sensationell. Das tolle Stimmung. Die Stadt wird heute durchdrehen. Markus Alvarez hat schon gesagt, die Stadt wird brennen. Was glauben Sie, was wird hier noch passieren? Ja, das ist klar. Das sieht man jetzt ja schon. Das haben wir auch schon einige Mal erlebt. Aber es ist immer wieder schön. Und ich habe vor Wochen gesagt zu der Oberbürgermeisterin, sehen Sie zu, dass Sie den Marktplatz freihalten. Habe es aber auch nie im Stillen geglaubt. Und was alles hier jetzt läuft. Und der VfL hat ehrliche Arbeit geliefert, hat es verdient. Und zum Schluss, das war natürlich Herzinfarkt, Saisonfinale. Wir haben in der Halbzeit haben wir gesehen, was bedeutet das für den VfL alleine finanziell. Aber wie sehen Sie das denn? 24 Millionen in der zweiten Liga als Etat, das ist ja der absolute Wahnsinn. Wie würden Sie, schätzen Sie das jetzt für den VfL ein? Ja, erstmal vom Etat her wissen wir alle nicht, dass die Fernsehgelder gegenüber zweiter und dritter Liga sind enorm. Und das ist aber jetzt erstmal sekundär. Erstmal ist die Freude da. Und die Arbeit, die alle drumherum geleistet haben, von Amir, von Tobias sowieso, von der gesamten Mannschaft, vom gesamten Staff, und das haben die verdient. Und ich habe vor dem Spiel, habe ich noch gedacht, wenn es einen Fußballherrgott gibt, ne, dann ist er heute bei uns. Und er hat oben zugehört. Und wir bedanken uns alle. Definitiv, wir verneigen uns da oben. Lothar Ganz, Sie haben, ist der sechste Aufstieg, den Sie mit dem VfL Osnabrück erlebt haben. Wo ordnen Sie denn diesen Erfolg jetzt in Ihrer Geschichte? Ja, Lothar! Ja! Lothar wird hier richtig gefeiert. Wo ordnen Sie denn diesen Erfolg ein, jetzt in Ihren Geschichtsbüchern? Ja, also jeder Aufstieg ist super. Ja, wir hatten schon auch dramatische Sachen. Damals, als wir aufgestiegen sind hier gegen Aalen, da war das andere Spiel in Magdeburg noch nicht erledigt. Und da waren alle schon auf dem Platz. Ja! Ah! Und da kommt Christian Und das ist hier mein Christian erster Jan. Aufstieg. Christian weißt du, Glas, ganz kurz, bleiben Sie mal einmal dazu. Das ist Christian. Christian Glas, was bedeutet Ihnen dieser Aufstieg? Haben Sie damit gerechnet? Tja, ganz ehrlich, zum Schluss nicht mehr. Aber glaub, sowas gibt es nur hier an der Brücke. Ja, das ist unfassbar. Ja! Ja. Und das sind, wenn ich jetzt diese Emotion, das war mein Mannschaftsführer, als ich damals als Trainer aufgestiegen bin. Und das ist einfach toll. Ne? Wir lieben das hier. Und unsere, oder nicht meine, nicht mehr, aber die harte Arbeit ist belohnt worden. Und wenn ich überlege, als ich vorhin zu Ihnen gekommen bin,
mit einem traurigen Gesicht, habe ich gesagt, oh Gott, scheiße, ne? Und jetzt stehen wir hier 10 Minuten später und ist alles super. Lassen Sie uns einmal umschauen, das ist doch wirklich hier der absolute Hammer. Die Bände, die brechen hier, die Fans, die singen die Vereinshymne noch mal mit. Das ist wirklich der Wahnsinn. Wie schreiben Sie das hier? Ja, wen das ist Osnabrück, ne? Also ich schätze, der Rasen, der wird nachher nicht mehr da sein. Da werden die alles auch rausnehmen. Aber das ist auch das Gute daran. Das muss im Metall drin sein. Aber heute, als ich schon zum Stadion gefahren bin, heute Morgen, und die Jungs und alle Fans waren schon unterwegs. Also, so eine tolle Stimmung. Ne? Das ist purer Fußball, ist das hier. Und ich höre gerade, wir geben einmal ganz kurz an meinen Kollegen Patrick Hallert. Genau, wir haben den Trainer hier, Tobias Schweinsteiger. Ich glaube, man braucht gar keine Frage zu stellen. Was geht gerade in Ihnen vor? Das war unfassbar heute. Ja, es ist ein Traum. Es ist wirklich so, wie die ganze Saison lief, so war das Spiel. Und freut mich einfach, dass wir den Schritt machen konnten. Unglaublich. Ja, ist ja geil. Geiles Gefühl. Gab es irgendeinen Moment, wo Sie nicht mehr dran geglaubt haben? Oder war ein Fünkchen Hoffnung immer dabei? Ja, gut, natürlich, wenn die Zeit abläuft, dann weiß man natürlich, es wird eng. Aber wir wussten, dass die Brücke immer ein Wunder raushauen kann. Daran haben wir geglaubt und haben in der 90. zu einem sehr guten Freund gebetet. Wenn Sie das nochmal versuchen, in Worte zu fassen, diese Rückrunde und jetzt am Ende dieses Aufstiegsfinale, was ist das für eine Zeit mit dem VfL? Ja, eigentlich ganz cool. Also im Endeffekt ist es so, wenn wir unsere Küche aufräumen, dann können wir auch performen. Und ja, es ist einfach einmalig, was wir für eine Euphorie losgetreten haben. Wie die Mannschaft zusammengewachsen ist, wie sie jeden unserer Schritte auch mitgegangen ist. Selbst wenn sie ihn tausendmal hinterfragt haben, sind sie uns gefolgt und das ist das Allerwichtigste. Was bedeutet das für Sie persönlich, hierher zu kommen zum VfL, diese Trainerstation zu machen und direkt aufzusteigen? Ja, was bedeutet das für mich persönlich? Ja, meine ich war vorbereitet auf den Schritt, das muss man schon sagen, aber im Endeffekt hat der Verein passt einfach überragend zu mir und die Werte, die der Verein vertritt, passen zu mir. Ja, es macht Spaß, so zu arbeiten und ja, ich hoffe, dass noch eine Zeit lang hier bleiben und wissen aber auch, dass nächstes Jahr brutal schwer wird. Sie wirken noch ein bisschen gefasst. Erlebt Osnabrück heute auch den ungefassten Trainer? Ja, mal schauen. Das hier hat kurz ausgesetzt, also mit dem Schlusspfiff. Und dann bin ich direkt in die Kabine, erstmal FaceTime mit den wichtigsten Leuten und dann hier raus das Aufsaugen. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Dankeschön. Sina, wir machen bei dir weiter. Ja, Lothar Ganz, der wird hier nur geherzt, der kann hier gar keine Sekunde mal so rumstehen, da kommt schon wieder der Nächste, das ist der absolute Wahnsinn hier. Lothar, wir haben gerade den Erfolgstrainer Tobias Schweinsteiger gesehen. Ja. Sagen Sie mal, was für einen Erfolg hat der hier beim VfL oder an die Bremer Brücke gebracht? Ach, alles. Er ist einfach geerdet. Ja, er ist hier hingekommen, er kennt die Kabine. Ne? Und Tobi ist ein Glücksfall für uns, für den VfL. Und ich habe vorhin gesagt, ehrliche Arbeit wird belohnt. Und das ist auch ein Teil von Tobias. Aber nicht nur Tobias, der ganze Staff von Amir sowieso, Michael Willig, der VfL lebt und ist einfach fürs Publikum, für die Fans da. Und das haben sie bewiesen. Und dann sage ich immer wieder, dann kommt auch nachher nochmal der Fußballgott. Wir haben das im ersten Aufstieg damals mit Uwe Brunn auch mit dem Elfmeterschießen ja, geschafft, ne? Dass Uwe Brunn sogar einen Elfmeter geschossen hat, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass der den reinschießt. Ja, und deswegen, das gehört einfach dazu und da oben hat uns wieder einer belohnt. Und ich höre gerade, Ben Botzi hat den nächsten Spieler am Telefon. Ja, wir haben Niklas Wiemann hier und der zieht gerade das offizielle Aufsteiger-Shirt an. Niklas, ich gebe mir immer echt viel Mühe, ordentliche Fragen zu stellen. Aber ich muss zugeben, nach dem Finale ist mir keine ordentliche eingefallen. Wie geht's Ihnen jetzt? Wie unfassbar fühlt sich das an? Muss sich das anfühlen? Pure Freude, Partystimmung. Nach so einem Spiel zurückzukommen, dann zu gewinnen und aufzusteigen. Es gibt nichts Geileres. Nehmen Sie uns mal mit auf dieses Feld. Wie groß waren auch die Leiden innerhalb in der Mannschaft, bei Ihnen persönlich? Außen haben wir das gesehen, aber in Sie konnten wir nicht reingucken. Natürlich, man war enttäuscht, gerade nach dem Rückstand. Wir wussten, Dortmund steht tief, kontert. Das haben sie gut gemacht. Dass wir dann in den Rückstand geraten, war natürlich nicht unser Plan. Ich glaube trotzdem, jeder hat irgendwo dran geglaubt. Wir wussten, wenn wir das erste Tor machen, das zweite fällt auf jeden Fall. Und ich glaube, ja,
Das Jubelbild beim 2-1 sagt alles. Durch 1000 Bände. Waren Sie informiert über die Stände auf den anderen Plätzen oder gar nicht? 0,0. Es ging mir in dem Moment nur darum, dass wir dieses Scheißspiel gewinnen. Dann hätten wir die Relegation auf jeden Fall sicher gehabt, dass wir direkt aufgestiegen sind. Umso geiler. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ist ja alles gut gegangen, ne? Aber gab es irgendwann mal den Gedanken bei Ihnen, das klappt heute einfach nicht mehr? Zwischendurch. Die haben sich in alle Bälle reingeschmissen. Da hat man gedacht, heute wird's nichts, aber unser Teamgeist hat uns heute aufsteigen lassen. Eine Frage ist ein Klassiker. Was passiert heute in Osnabrück? Das steht noch in den Sternen. Aber auf jeden Fall viel Party. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Niklas Wiemann. Ich weiß nicht, wie wir weitermachen, aber wir machen weiter. Ja, und hier geht's weiter, mitten auf dem Spielfeld. Ich glaube, alle Fans, es gibt ja auch Gesichter, die sind fassungslos. Die halten noch die Hände vors Gesicht, die können das gar nicht glauben. Ne? Ja, unglaublich, ne? Das ist so sensationell, vor allen Dingen so ein wichtiges Spiel und dann so ein Spielverlauf auch noch, ne? Dass du eigentlich in der 85. Minute weg bist, ne? Und dass wir dann mit 2 Toren wiederkommen und es ist sensationell, man findet eigentlich gar keine Worte, ne? Und wenn ich überlege, dass wir nächstes Jahr hier zweite Liga wieder spielen, ne? Und das Publikum alles verdient hat und ja, ich habe manchmal auch gar keine Worte mehr, ne? Warten wir erstmal heute ab. Wer dort runterkommt, die nächstes Jahr hier an der Brücke sind. Ne? Also es ist vor allen Mannschaften in der dritten Liga Respekt. Aber wäre schön, wenn wir auch mal nächstes Jahr wieder Schalke oder so hier haben. Das wäre sensationell. Aber nichts gegen Schalke. Nee, natürlich. So, und wir gehen einmal zu Patrick Hallatsch. Na, immer noch Ben Wurzli, aber wir haben den Kapitän hier. Das ist viel wichtiger. Timo Werman. Was für ein Finale, was geht in Ihnen vor, jetzt gerade in diesem Moment? Unfassbar, einfach verrückt. Man malt sich ja da so ein bisschen aus, wie kann der Spieltag laufen. Ich habe mir vieles ausgemalt die letzten Tage, aber das, was gerade passiert oder passiert ist, unfassbar. Warum haben Sie sich heute so schwer getan? War das nur die Stärke des Gegners? Dortmund hat heute ein gutes Spiel gemacht, ne? Darf man nicht vergessen. Oder war irgendwie in Ihren Köpfen drin, dass Sie doch was zu verlieren haben auf einmal? Ja, gut möglich. Klar war das wahrscheinlich ein bisschen in den Köpfen drin. Wie du es gesagt hast, Dortmund hat ein gutes Spiel gemacht. Und wir waren heute einfach, ja, im letzten Drittel haben wir nicht gut gemacht. Beim 1-0 sehen wir nicht gut aus. Und das sind so Märchen, die schreibt der Fußball halt. Und wir hatten heute, ja, der Fußballgott war auf unserer Seite. Jetzt ist das Spiel schon vorbei. Eigentlich ist es vorbei. Und man sieht 6 Minuten Nachspielzeit. Also ein Fünkchen Hoffnung ist noch da. Was macht das mit Ihnen auf dem Platz als Spieler, als Kapitän? Ja, wir glauben die ganze Zeit dran. Wir haben die ganze Saison dran geglaubt. Wir hatten immer schwierige Phasen und am Ende, das ist einfach, das ist geisteskrank. Das ist dieses Stadion, der trägt diesen Ball da ins Tor rein. Es ist unfassbar, ja. Vielen Dank, feiern Sie schön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hier wird gerufen, nie mehr dritte Liga, Lothar. Jetzt geht's in die zweite und der VfL Osnabrück hat auch wirklich wahnsinnig tolle Gegner, also zum Beispiel der FC St. Pauli, der HSV, weiß man noch nicht. Schaffen Sie die Relegation? Vielleicht gegen Bielefeld, gegen Holstein Kiel, gegen Hansa Rostock. Was sind denn Ihre Favoriten? Ja, also das, Sie meinen jetzt Favoriten? Ja, wo fahren Sie denn gerne hin? Sagen Sie mal so, ich fahre überall gerne hin. Natürlich wissen wir natürlich alle die alten Nordderbys, Hannover 96, St. Pauli, Bielefeld. Ja, die Stadt ohne Namen haben wir sie früher genannt, ne, als Spieler. Aber Es ist alles super, ne? Das ist Wahnsinn. Ne? Und wie muss der VfL sich noch irgendwie aufbessern in personell, dass man sagt, okay, gegen die Mannschaften kann man dann auch wirklich bestehen? Ja gut, jetzt wird erstmal 2-3 Tage gefeiert und dann wird der Armee und werden sich mit Tobias hinsetzen und versuchen, die richtigen Spieler, die auch erkennen können, wie die Brücke lebt. Ja, die müssen also, die Spieler, die kommen, die müssen die Brücke drauf freuen und die Brücke leben. Die lebt und danach musst du auch die Spieler aussuchen, was natürlich auch alles nicht einfach ist. Aber ich denke mal, da haben sie auch einen guten Plan und wir wissen alles, wie schwierig das ist. Ne? Wir freuen uns jetzt erstmal, dass wir dabei sind und dann wird man sehen und das ist schon überragend. So, und Ben hat jetzt Robert Tescher an seiner Seite. Ja! Das stimmt. Und für Robert Tesch ist es heute ein doppelt besonderer Tag, denn erstens hat er Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Zweitens sind in die zweite Liga aufgestiegen. Kann man das irgendwie aufwiegen heute für Sie? Ja, das stimmt. Ja, erstmal richtig geil, dass wir aufgestiegen sind.
in der Nachspielzeit. Also was Schöneres gibt es, glaube ich, nicht, oder? Also die Fans honorieren das, also mega geil. Nehmen Sie uns mal mit auf den Platz heute. 90. Minute steht da, Spiel ist eigentlich schon zu Ende, Sie liegen zurück und dann steht da plus 6. Was geht da Ihnen vor? Robert Tesche mit all seiner Erfahrung, heute 36 geworden. Was passiert da in Ihrem Kopf? Ja, erstmal waren nur 6 Minuten Nachspielzeit, da war ich ein bisschen schockiert, weil die Dortmund lagen nur am Boden. Und nach dem 1-1 haben wir noch mal richtig Hoffnung gehabt. Und dann der Wolfi mit dem 2-1. Ja, richtig geil, also das kannst du nicht beschreiben. Warum haben Sie sich heute so schwer getan? Vorher waren es nur die starke Leistung der Dortmunder, die ja da war. Die haben ein gutes Spiel gemacht, darf man ja nie vergessen. Oder war in Ihrem Kopf auch sowas drin, wie dass man auf einmal doch was zu verlieren hat, obwohl man es ja eigentlich gar nicht hatte? Ja, die Anspannung war riesig, ne, vor dem Spiel, ist doch klar. Wir wussten, wenn wir gewinnen, auch wenn wir gewinnen, kann Wiesbaden vorbeiziehen. Und wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, aber Dortmund hat sehr gut verteidigt. Haben gute Umschaltmomente gehabt, haben wir ein, zwei Mal Glück gehabt. Dann natürlich den Nackenschlag am Anfang der zweiten Halbzeit. Aber dann natürlich mit dem Quäntchen Glück hinten raus, mit der Moral. Heidi reingekommen, hat alles reingeworfen in seinem letzten Spiel. Chapeau. Ich weiß, das ist nicht einfach jetzt, ne? Aber können Sie diese Saison schon so ein bisschen in Worte fassen? Die ging so schlecht los und dann endet die so phänomenal, wenn wir uns hier umgucken. Haben Sie schon Worte dafür? Nein, erstmal nicht. Erstmal genießen und jetzt erstmal abhaken, jetzt feiern und dann geht's weiter. Robert Tesche, 36 heute, offensichtlich unkaputtbar, kaum Verletzungen gehabt, Vertrag verlängert. Wie lange wollen Sie spielen? Ja, erstmal toll, toll, dass ich gesund bin und dann schauen wir mal, wie lange es noch geht. Schöne Feier heute. Dankeschön und wir machen weiter mit Patrick Kalasch. Ja, vielen Dank. Interessant. Ne? Und jetzt sehen wir den Tommy Reichenberger auch mal im Bild. Das ist der junge Mann und nicht der dahinter. Ja? In weiß. Was steht da auf dem Trikot, Tommy Reichenberger? Auf ewig lila-weiß. Sie können es am besten beschreiben. Was heißt es, lila-weiß zu sein? Ja, das ist schon was Verrücktes, wenn man sieht, wie die ganze Stadt, die Fans, das ganze Umfeld, das feiert heute mit. Ich glaube, es gab niemanden, der nicht informiert war, was heute auf dem Spiel stand. Und es ist einfach genial, dass die Jungs bis zum Ende wirklich das Ding gerissen haben und dran geglaubt haben. Und wir können mit Fug und Recht sagen, wir haben mit Abstand den besten Experten gehabt, der in der dritten Minute der Nachspielzeit beim Stand von 0-1 sagt, da geht immer noch was. Es gab mal die Reporterfrage, wo ist eigentlich Bele? Wir fragen uns, wo ist eigentlich Jannes Wolf? Wolf, das ist der Torschütze zum 2-1, der junge Mann. Wie kann man den denn jetzt eigentlich wieder einfangen? Ja, der hat sich heute natürlich zur Legende gemacht. Das wird bleiben, so ein Tor. Freut mich sehr. Aber auch Heidi, um den nochmal zu nennen, der hat immerhin das 1-1 mit seinem Kopf, mit seiner Kopfballvorlage auch nochmal erzwungen. Also auch der Wechsel war richtig. Ja, und tatsächlich haben wir das ein oder andere ja auch vorausgesagt. Wir haben gesagt, das Ding wird zu Ende gespielt. Wir glauben erst dran, wenn der Schiri abpfeift. Und am Ende haben wir dran geglaubt, die Jungs auch. Geile Aktion von Simakala, auch das haben wir gesagt. Es muss jetzt irgendwie sowas kommen, Initialzündung. Und am Ende hat alles gepasst und die Jungs haben das noch betreten. Und das Schöne ist, dass es bei uns auch super funktioniert, das Zusammenspiel. Wir hören gerade die nächste Stimme, Erik Engelhardt ist bei Ben Watson, bitte. Das stimmt ganz genau, obwohl man ihn auf den ersten Blick vielleicht gar nicht erkennt, wenn man in die falsche Richtung guckt. Kein Trikot mehr an, vielleicht können wir mal schauen. Erik Engelhardt, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die zweite Liga. Aber was haben Sie denn für eine Buchse an? Die hat mir jemand gegönnt. Ist eine gute Hose. Schönes Tauschgeschäft, kann man mitleben, ne? Ich kann nicht mehr. Sie können nicht mehr, ich kann das nachvollziehen. Nehmen Sie mal mit in Ihren Kopf und auf den Platz in der 96. Spielminute. Ich war ja schon draußen und es ist einfach unbeschreiblich. Man kann es gar nicht erklären. Es kann so schnell umswitchen. Am Anfang dachten wir, es wird nichts mehr. Aber dann keine Ahnung, wie es irgendwas geworden ist. Chance mit dem Tor, Geistesgang. Dann Jannes hat es sich erarbeitet. Wir sind eine Top-Truppe. Ich denke, es macht auch die Bremer Brücke aus am Ende, dass wir so ein Spiel noch ziehen. Und ja, jetzt genießen wir es erstmal. Ich kann es noch gar nicht realisieren, aber ja, jetzt werden wir erstmal feiern und dann schauen wir weiter. Der VfL ist so schlecht gestartet in die Saison und dann kam er richtig auf, auch dank Ihnen, super viele Tore gemacht. Was ist das für eine Saison hier in Lila-Weiß? Ja, am Ende habe ich nicht mehr so viele Tore gemacht, aber ja. Zwischendurch schon. Ja, was hat die Saison ausgemacht am Anfang? Hieß Abstiegskampf, dann haben wir uns rausgekämpft, dann irgendwie durch eine Siegesserie sind wir da hochgekommen und ja, wir haben es einfach durchgezogen, glaube ich, weil wir haben dann geglaubt, es macht einfach brutal Spaß mit der Truppe. Ich glaube, wir wären auch nicht böse, wenn es nicht geklappt hätte, so ehrlich muss man sein, weil es war ein sehr langer Prozess, über Monate hin
Deswegen, ja, es war das i-Tüpfelchen heute. Und jetzt genießen wir es einfach. Deswegen, ja, lassen wir heute sau aus. Die Fans lieben Sie hier. Sie haben eine tolle Hose bekommen. Und wenn man sich hier umschaut, dann ist logischerweise der Teufel los. Wie sehr lieben Sie die Fans? Sieht man doch, ne? Top, top war das heute wieder. Klar, man hat auch gemerkt, irgendwie angespannte Stimmung, weil die anderen wussten, die Zuschauer wissen ja, wie es steht. Und ja, am Ende haben es aber auch die Bank hat es auch gemacht, weil die reingekommen sind, haben nochmal Gas gegeben. Und wir brauchen einfach alle. Deswegen macht es umso mehr Spaß. Und ja, ist einfach phänomenal. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch, feiern Sie schön. Betty Hallatsch macht weiter. Ja, und mit Tommy Reichenberger und im Hintergrund für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unser Hörfunkkollege Burkhard Tillner, der hat jetzt richtig viel Arbeit. Der muss erstmal alle Hörfunkwellen beliefern. Und Tommy Reichenberger, der kriegt das Grinsen natürlich nicht mehr aus dem Gesicht. Der siebte Aufstieg, der VfL Osnabrück, damit Rekordaufsteiger in die zweite Liga. Was macht Sie denn zuversichtlich, dass der VfL noch mal länger drin bleibt? Ja, das Gesamtkonstrukt, das passt im Moment nicht nur auf dem Platz, auch außerhalb. Da ist unheimlich viel Fundament gelegt worden. Es sind gute Leute am Werke, die ruhig arbeiten. Und das macht mich sehr zuversichtlich, dass auch in der zweiten Liga eben dieses Fundament mit vielleicht punktuellen Verstärkungen aber auch funktionieren wird. Und der Trainer, der wurde schon angesprochen, Tobias Reintor. Jetzt hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Lassen Sie uns mal ganz kurz genießen. Wir schweigen mal kurz. Familie von Tobias Schweinsteiger ist gar nicht da, weil er gesagt hat, wir müssen alles ganz normal weitermachen. Ja, nichts Spezielles. Wird er bedauern, welchen Anteil hat er hier an diesem unglaublichen Erfolg? Ja, natürlich einen ganz großen. Wie gesagt, es ist immer ein Team, auch ein Trainer gehört zu einem Team dazu. Der muss allerdings von außen, von oben, das ist der Dompteur, der alle irgendwie so ein bisschen durch die Manege führen muss und zusammenhalten. Und ich glaube, das hat er par excellence geschafft. Du hattest es vorhin auch schon mal gesagt, ich glaube, der hat ein Stück weit erstmal die Fitness so korrigiert, wie es für ihn wichtig und richtig ist für die Spielweise. Die Jungs haben das verstanden und er ist vor allem in die Köpfe gekommen. Und die Jungs auf dem Platz, aber auch außerhalb, die haben alle ihren Teil dazu beigetragen, dass am Ende ja, ganz Osnabrück lacht. Also wenn ich jetzt richtig geschaut habe, habe ich ihn gerade mit Sima Kalla da Arm in Arm gesehen. Hat er ihn überreden können, zu bleiben beim VfL? Ich gehe davon aus, dass sie es jetzt im Moment klar machen, genau. Ja, da hängen noch ein paar mehr Faktoren dran. Man hat aber auch wieder gesehen, der Junge, ne, der schießt das Ding aus der Drehung dann nochmal ganz kurz rein. Das ist halt auch einfach eine Qualität, die hat nicht jeder. Sind alles tolle Fußballer, aber das sind besondere Punkte, die eben genau so ein Mann haben muss, hat er. Und von daher, wenn der einen Schritt weiter ginge, dann müssen wir in Osnabrück sagen, schön, dass du hier warst, geh deinen Weg. Wie schön ist es eigentlich, diese kleine Arena, die vielleicht für manche immer gar nicht so modern genug ist, aber das ist doch wirklich Fußball pur, wenn man erste Liga guckt, zweite Liga, immer diese modernen Arenen, aber dann hat man dieses Kästchen hier, das ist Fußball pur, oder? Ja, war früher schon so, es hat unheimlich Spaß gemacht, ich glaube, es macht auch jeder anderen Mannschaft Spaß, hier in Osnabrück zu kommen und der Osnabrücker hält auch fest, es gibt ja immer wieder Ideen, ob man es outsourced, ob man es größer macht, Stichwort Sponsoring, dass man da mehr reinholen kann. Aber man ist sich, glaube ich, einig, dass man sagt, hier, das ist unser Place to be, das ist unsere Bremer Brücke. Und ich würde mich doch arg wundern, wenn es da in naher Zukunft irgendwelche Veränderungen gäbe. Das Gute ist, wir sind ja unter uns, uns hört kaum jemand zu und sieht keiner. Wie verbringen Sie Ihren Abend heute, die Nacht? Ja, das weiß ich auch noch nicht ganz genau. Ich habe allerdings morgen eine Aufgabe. Also ich muss meinen Tag morgen auch bestreiten. Und von daher, es kann schon sein, dass es... Glaube ich nicht. Entschuldigung. Das eine oder andere stille Wasser mir durch die Lippen fließt. Ah ja, wir sind gespannt. Genießen jetzt mal hier nochmal ein bisschen die Bilder. Es ist eigentlich kaum in Worte zu fassen, was hier passiert ist. Auch unser Kollege Peter Carstens neben uns, der schüttelt immer wieder den Kopf. Kann es kaum glauben. Beim Blick auf die Tabelle am Ende der Saison, diese Einordnung, Abstiegsplatz, kurz vor der Abstiegszone noch im November gewesen. Und dann diese Serie dahingelegt und auch heute vielleicht symptomatisch dieses Spiel. Ah, und wir hören gerade, der Torschütze wurde aufgefunden, Jannis Wolf bei Bad Wodzny. Wir sind gespannt. Lange haben wir ihn gesucht, aber irgendwann haben wir ihn gefunden. Er war in der Spielertraube verschollen. Jannis Wolf, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga. Wie hört sich das an für Sie? Surreal, ich kann es gar nicht in Wort fassen gerade. Also, weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Es gibt solche Tore und solche Tore. Es gibt vielleicht normale Tore, besonders schöne Tore. Was für ein Tor war das heute? Auf jeden Fall eins, was ich nie wieder vergessen werde, glaube ich. Also ich denke, das bleibt für immer. Also ich kann das gar nicht mehr vergessen. Nehmen Sie uns mit auf den Platz. Läuft das dann im Autopiloten alles ab oder gibt es irgendeine Erinnerung, die Sie haben? Ja, also ich kann mich nur noch daran erinnern, aber warum auch nicht. Also ich habe es einfach gemacht. Mehr kann ich nicht sagen. 90 Minuten plus 6 haben Sie gebraucht. Gab es irgendwann den Moment, wo Sie vielleicht nicht mehr dran geglaubt haben? Oder war der Wille und die Stärke im Kopf bis zum Schluss immer da? Oh, das ist natürlich wichtiger. Penny, mach du weiter. Nee, also da möchte ich auch verbal gar nicht zwischengerätschen bei diesen schönen Bildern. Wir genießen mal kurz. Nee, ich hab immer dran geglaubt. Sie machen gleich weiter. Ich dachte, Sie wären ganz abgelenkt jetzt. Sie haben immer dran geglaubt. Okay, ich lasse Sie jetzt auch gleich feiern, weil ich habe das Gefühl, dass es jetzt erstmal wichtiger ist. Ja klar, was passiert heute noch? Klassikerfrage in Osnabrück mit Jannis Wolf. Was? Was passiert noch in Osnabrück heute? Boah, das weiß ich. Das weiß ich nicht. Aber es wird hart für alle. Genießen Sie den Tag. Vielen Dank. Sina Braun, bitte. Und Lothar Ganz, der ist immer noch an meiner Seite. Die Glückwünsche hören hier gar nicht mehr auf. Lothar, wir stehen hier an der Bremer Brücke. Die feierte unter der Woche den 90. Geburtstag. Also Mythos Bremer Brücke. So viele Traditionsvereine gibt es ja gar nicht mehr. Was macht diese Bremer Brücke hier aus? Ja, genau. Es gibt nicht mehr so viel Tradition. Es gibt sicherlich noch unten in Offenbach oder so. Ne? Aber wir haben das alte Stadion. Das müssen wir auch behalten. Ist egal. Gut, wollen wir mal alle träumen, wenn wir mal Bundesliga gehen, dann muss was passieren. Aber ansonsten reicht das auch aus für unsere Fans. Und diese Mythosbrücke. Ich bin hier als 10-, 9-Jähriger schon hingegangen. Ja, bin auch, muss ich ehrlich sagen, unterm